Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge der Genlog 2023 und zwar dieses Mal mit Part 4. Das größte Nuzlocke-Projekt, was ich jemals gespielt habe und die ersten drei Teile kamen mir nach wie vor extrem gut bei euch an. Und ich kann hier schon mal versprechen, dass die vierte Folge vom Schwierigkeitsgrad her nichts mehr zu tun hat mit Part 1 bis 3. Es wird heute komplett eskalieren und um ein Vielfaches schwieriger werden als zuvor. Für die allerdings, die das gesamte Projekt noch nicht mitbekommen haben, hier nochmal kurz zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Ich wollte praktisch eine ultimative Nuzlocke durchspielen durch das gesamte Franchise. Also von Pokémon Gelb bis Pokémon Karmesin, durch insgesamt 15 Pokémon-Spiele durch, auch durch die ganzen Remakes. Das Ganze war der schwierigste Run, den ich jemals probiert habe, bei weitem und auch mit gigantischem Abstand mein erfolgreichstes Twitch-Projekt, was ich jemals live gestreamt habe. Es gab hier unglaublich viele spannende Momente und ich habe mir auch noch etliche Zusatzregeln auferlegt, um jede Generation so schwer zu machen wie möglich. Und sobald ich halt irgendwo down gegangen bin, vollkommen egal bei welchem Kampf, musste ich komplett wieder bei Spiel 1 anfangen und das gesamte Projekt lief über Wochen und Monate und ich habe da hunderte und aberhunderte Stunden reingesteckt und dann auch noch diese Videoserie produziert. Bevor wir jetzt aber anfangen, noch ein paar Infos zu meinem heutigen Sponsor und das ist dieses Mal wieder Holy. Bisher war ja Holy bekannt dafür, vor allem Eistees und Energies anzubieten und da gibt es ja wirklich unglaublich viele verschiedene Sorten zum Ausprobieren. Es gibt jetzt aber noch eine dritte Sache, die ich zeigen kann und zwar gibt es jetzt Sportdrinks bzw. Elektrolytgetränke mit Nährstoffen und so und da haben wir jetzt auch schon drei Sorten. Wir haben zunächst mal Strawberry Kiwi, meine Lieblingssorte. Es gibt allerdings auch noch Pink Grapefruit und auch noch White Peach, die ebenfalls ziemlich gut schmecken. Und ich bin mir sicher, in Zukunft könnte da noch mehr kommen, weil Holy bietet normalerweise wirklich eine so große Vielfalt an Sorten an, dass da für jeden was dabei sein sollte. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das Ganze ist auch ziemlich gut geworden. Ich kann aber noch eine weitere neue Sache hier ansprechen. Und zwar gibt es jetzt zur Weihnachtszeit nicht nur diese Adventskalender, es gibt tatsächlich auch zwei neue Sorten, und zwar Bratapfel auf der Energy-Seite und Winterpunsch auf der Eistee-Seite. Und die sind zeitlich limitiert für die Winterzeit, weil die ja dort am besten reinpassen. Und wenn euch die interessieren sollten, solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Ich werde euch wie immer die Seite von Holy in der Beschreibung verlinken, ganz oben. Und ihr könnt auch gerne den Rabattcode CREEPFAN5 einsetzen, um das Ganze ein bisschen günstiger zu bekommen. Und ich denke wirklich, bei Holy kann sich jeder was aussuchen, weil es so viel Vielfalt gibt. Jetzt aber würde ich sagen, zurück zum Video. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Video und wir beginnen dort, wo wir aufgehört haben, nämlich in Pokémon Schwarz 1. Die vierte Generation war mittlerweile besiegt worden, ich war immer noch im ersten Versuch der Genlogue, aber ich hatte schon 22 Tode zu beklagen. Der Todescounter ist bei der letzten Folge auf jeden Fall deutlich nach oben geschossen, aber Gen 4 war halt nicht einfach. Die fünfte Generation allerdings ist noch um ein Vielfaches asozialer. Selbstverständlich habe ich mir aber auch die fünfte Generation zum Albtraum gemacht, um da möglichst viel Schwierigkeit rauszuholen und ich habe mir auch hier mal wieder einige Pokémon verboten. Und da haben wir insgesamt drei Stück dieses Mal. Wir beginnen mit Tentantel, ein Pflanze-Stahl-Pokémon, was einfach ganze Challenge-Runs alleine durchspielen würde, komplett broken und eines der besten defensiven Pokémon, die Game Freak jemals released hat. Ich habe mir allerdings auch Flampivian verboten, weil das ist zwar nur ein reines Feuer-Pokémon, aber durch seine Fähigkeit und seine krassen Basiswerte kann es wohl mit die heftigsten Flammenblitze aller Zeiten spammen und das würde die meisten Gegner einfach one-shotten. Was ich aber auch gebannt habe, ist Aeopteryx. Und das ist durchaus eine kontroverse Entscheidung, ich muss aber sagen, dass ich in letzter Zeit einige Gen 5 Nuzlocke gespielt habe, wo das Ding echt grenzwertig war mit Akrobatik und das gibt's halt ab Gen 5. Und dementsprechend habe ich mir das auch verboten, einfach präventiv. Um das Ganze aber noch interessanter zu machen, habe ich mir wie bereits im Intro erwähnt, auch die Gems verboten. Und das sind Items aus Gen 5, mit denen man einmalig Attacken verstärken kann. Man könnte das als Vorstufe zu den Set-Attacken aus Gen 7 sehen und damit kann man extrem leicht One-Shots verteilen bzw. einfach starke Pokémon outen. Und deswegen dachte ich mir, streichen wir die einfach komplett. Aber gut, dann lass uns jetzt mal starten mit der fünften Generation. Und wie gesagt, das Ganze ist deutlich schwieriger als alles zuvor dagewesene bei der Genlogue. Und vor allem die Early Games sind komplett unfair, da man praktisch gar keine Encounter bekommt. Also wirklich nur sehr, sehr wenige. Wir beginnen erneut mit der Starterwahl. Und ich hatte dieses Mal die Auswahl zwischen Gastrodon, Silimantur und Schilterus. Und ich habe mich natürlich für Gastrodon entschieden.
Nicht nur, weil es das einzige vollentwickelte Pokémon war, sondern auch, weil es nur eine Schwäche besaß gegen Pflanze. Und in einem Spiel, wo man zu Beginn so wenig Encounter bekommt, war es halt theoretisch sehr gut, ein fast schwächenloses Pokémon zu haben. Und da musste ich zunächst mal einmal gegen Belle und dann gegen Sharon antreten, die beiden Hauptrivalen, die man in Schwarz 1 hat, und die werden wir im Laufe des Spiels noch einige Male wiedersehen, denn Schwarz 1 hat extrem viele Rivalenkämpfe. Ja, und nachdem ich dann mein Pokémon benannt hatte, durfte ich meine erste große Encounterwelle machen, und groß steht hier in Anführungsstrichen. Ich durfte exakt ein Pokémon fangen, das ist komplett lächerlich. Ja, und was habe ich bekommen? Natürlich Krabby. Ein absolut unspielbares Wasser-Pokémon, auch noch in der Basis-Stage. Kingler wäre zwar theoretisch später zumindest halbwegs stark offensiv, aber selbst das wäre nicht allzu gut gewesen. Aber dass ich hier nur Krabby bekommen habe, hat mich ziemlich gebrochen. Und der erste richtige Kampf nach Erhalt der Pokébälle war dann der erste Kampf gegen Trainer N, ein weiterer Rivale, der einige Male im Spiel vorkommt. Der hat hier allerdings nur ein Pokémon besessen, und deswegen war das hier noch relativ fair. Und er hatte zum Glück einen Lunastein, und mein Gastrodon hatte bereits auf Level 6 die Attacke Aquawelle, mit der ich Lunastein speziell sehr effektiv angreifen konnte, um das Ding zu two-shotten. Es hätte ein wesentlich schlechteres Matchup sein können, also beispielsweise im Pflanzen-Pokémon, aber das war's nun mal nicht. Und damit kommen wir jetzt zu der letzten Encounter-Welle vor der ersten Arena, und das war auch keine richtige Welle, denn ich habe wieder nur ein Pokémon bekommen. Und das war dieses Mal Venofliebes. Ein relativ vergessenswürdiges Pflanzen-Pokémon aus der vierten Generation, mit echt keinen so guten Basiswerten, und es hatte zu Beginn noch nicht mal eine Pflanzenattacke, sondern nur Biss. Ich wusste aber, damit kann ich theoretisch gegen Pflanzen antreten, die Gastrodon und Krabby nicht besiegen können. Also zumindest in der Theorie. Jetzt aber das Lächerliche an dem Ganzen. Um dann überhaupt gegen die erste Arena antreten zu können, muss man vorher nochmal gegen Belle und gegen Sharon kämpfen, die dann jeweils einfach zwei Pokémon spielen, in einem 2 gegen 3. Und Belle war hier zunächst mal ziemlich anstrengend. Die begann nämlich mit einem Seepair, was nicht wirklich gefährlich war, das Ding konnte aber Rauchwolke spammen, um meine Genauigkeit zu senken, und natürlich habe ich dann nicht mehr konstant getroffen. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen einen Wert zu ziehen aus Krabby, damit er sich halt ein bisschen am Kampf beteiligen kann. Das hat aber auch nur mäßig gut funktioniert. Und deswegen bin ich dann später wieder zurückgewechselt in Gastrodon, um Seepair irgendwann zu finishen. Sie hat aber auch ein Branawarz gespielt, also ein vollentwickeltes Pokémon mal wieder, und das war ebenfalls Wasserboden. Und dann haben wir uns gegenseitig neutral angegriffen, dadurch, dass ich aber bereits Aquawelle hatte, war das Matchup hier ganz gut gewinnbar. Hier wäre es aber wirklich praktisch gewesen, eine Pflanzenattacke gehabt zu haben, aber das war bei Venofliebes einfach zu viel verlangt. Zu diesem Zeitpunkt war mir aber vollkommen klar, dass dieses Glück hier nicht endlos so weitergehen kann. Und dann wollte ich antreten gegen Sharon in der Trainerschule, und dieser Kampf hier war dann deutlich spannender als die kleinen Kämpfe zuvor. Wir kommen zum Kampf gegen Sharon und sein Sonfel. Okay. Das sollte dann ja wohl besiegbar sein. Wir gehen auf Aquawelle. Ich hoffe, dass das andere Pokémon auch so fair ist. Dann haben wir hier sowas wie einen Run. Sinelbeere, was bist du denn für ein Tryhard? Ich habe noch nicht mal Bären. Confusion, ja, das wird ordentlich Chip Damage geben. 7 Damage, keine Verwirrung, huge. Ein Level Up wäre jetzt sehr, sehr lecker. Komm, 2 Level Ups. Komm, noch ein Stück, nice. Jetzt bin ich überlevelt, noch ein Level Up. Er spielt einen Darkrai. Aber hey, ich bin überlevelt. Oh Gott. Der resistiert sogar Biss, von wem du fliebest. Okay, er hat nur 5 AP auf Unheilböden. Wir werden jetzt Lehmschelle spammen. 1. Omniboost. Okay. Nummer 2. Aua, kein Crit. Minus 2. Wir gehen rüber auf Venofliebes. Er trifft. Ja, ich fürchte, dass wir hier leider
jemanden verlieren werden. Wenn jemand stirbt, dann lieber Krabi. Er trifft einfach alle Unheilböden. Kann nichts machen. Okay, er misst den letzten. Wir haben nur Krabi verloren. Immerhin, ich hab's umspielen können. Ja, ich hab's perfekt umspielt, aber was willst du machen? Immerhin konnte ich mit dem größten Opferteam der Welt ein Darkrai umspielen. Das ist ja schon mal was. Wir machen hier Lebensschelle, damit das ausgesetzt wird. Und das war's. Wir gewinnen gegen Sharon, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Alter, dieses Darkrai, wieso hat das alle getroffen? Ja gut, bis auf einen am Ende halt, ne? Man hat mir hier ernsthaft mit einem halben Pokémon-Team ein Omnibus Darkrai vorgesetzt. Und es hat auch noch mein Krabi gekillt. Ich habe es zwar irgendwie stoppen können, weil es halt nur 5 AP hatte und weil ich seine Genauigkeit senken konnte, aber das hätte noch deutlich schlimmer enden können. Ja, und dann wäre der Run praktisch tot gewesen. Krabi war aber so schon ein herber Verlust, muss ich sagen, weil damit hatte ich jetzt nur noch 2 Pokémon, um halt beim ersten Orden anzutreten. Aber ich hatte mich halt verpflichtet, dass das zählt. Und wenn ich den ersten Orden nicht gewinnen sollte, dann ist halt die gesamte Genlock gescheitert und ich musste in Pokémon Gelb wieder neu anfangen. Und deswegen bin ich dann angetreten mit Gastrodon und Venofliebes und der Arenaleiter hatte ebenfalls 2 Pokémon. Und ich habe jetzt gebetet, dass bitte keine Pflanzengegner kommen. Erster Arenaleiter Colin mit Noctuska. Oh mein Gott, das ist Hardcounter, oder? Noch nicht aufgeben, Chat. Erstmal Moveset. Absorber und Growth ist das Problem. Es sieht nicht unmöglich aus. Es ist schwer. Wir werden wohl mit Biss outspeeden und flinchen lassen können. Ist ja die Frage, ob wir dann 1 KP Schaden machen oder mehr. Die große Entscheidung ist jetzt, ob wir Lehmschelle spielen auf den Absorber. Der halt vielleicht kommen könnte. Weil er könnte Wachstum machen und dann wird er gefährlich. Oder ob wir Hard wechseln in Venofliebes direkt. Ich habe Angst vor dem Poison-Sting, den er vielleicht hat. Das würde Venofliebes sehr effektiv treffen und vergiften. Dann wäre ich auf dem Timer. Ich denke, es ist hier leider nicht worth, auf Lehmschelle zu gehen. Wir gehen hart in Marco. Es kommt Wachstum. Vielleicht wäre es doch besser gewesen. Ja, jetzt auf Biss, ne? Es kommt Giftstachel. 8 Damage. Ich mache auch ein bisschen Schaden. Wachstum. Klammergriff ist nicht worth. Er ist leider schneller. Der Giftstachel wird so wehtun gleich. Er wird gleich einen Trank zünden. Ich kann nichts dagegen machen. Gift. Auch jetzt ein Crit. Kommt nicht. Ich kann unmöglich gewinnen. Lehmschelle ist jetzt hier die einzige Hoffnung. Und ich muss in Gaudium gehen. Auf den Trank. Sonst würden wir einfach gratis sterben. Und dann jetzt hoffen. Warum macht der Giftstachel? Why the fuck macht der Giftstachel? Er hat doch Absorber. Wenn wir considern, dass er die Killrange nicht sieht, weil wir noch zu viel Leben haben und deswegen missplayen kann, was ist unser Follow-up-Play? Jetzt für Damage gehen, 2 Waterpulses und er ist tot. Denke ich. Okay, es hängt jetzt alles von diesem Move ab. Es hängt jetzt alles von diesem Move ab. Nein, der hat keinen H2O-Absorber. Bitte. Bitte miss. Oder mache nochmal Giftstachel. Bitte KI. Bitte KI. Bitte. Es kommt der Giftstachel miss. Play. Wir sind noch nicht fein raus. Oh mein Gott, wir killen nicht, ne? Verwirrung. Theoretisch könnte man jetzt in Venofliebes gehen, um
auf eine Selbstverletzung zu hoffen, aber ich denke nicht, dass das sinnvoll ist, zumal wir noch weiterspielen müssen. Hiernach ist ja nicht das Spiel vorbei. Bitte. Oh. Er misst! Er lebt noch. Ach du Scheiße, Digga. Das sind alles Coinflips gerade. Der muss nur einmal sich für Absorber entscheiden, wir sind tot. Ich bleib hier drin. Bitte noch einmal. Noch einmal. Ja! Oh mein Gott. Wir haben noch nicht gewonnen. Nächstes Pokémon. Das muss Gaudium. Was jetzt kommt, muss Gaudium alleine schaffen. Koktodon, der hat Wasserschwäche. Ich könnte wegflinchen mit Kopfnuss. Ich könnte jetzt zu Tode flinchen mit Kopfnuss. Wir haben noch nicht gewonnen. Und der ist saustark. 100er Basisangriff. Der ist so stark, wie wir nur Fliebes. Dreistellig. Das ist noch nicht vorbei. Wir werden outspeedet und ich bin mir sehr sicher, der hat Kopfnuss. Wenn ich jetzt nicht sterbe an Flinches, haben wir gewonnen. Er hat Verfolgung gemissplayed. Das war's, oder? Kann er das überleben? Das ist das Spannendste, was ich jemals live erlebt habe, Junge. Wie lebe ich noch? Dieser Bosskampf hier war einer der spannendsten Momente, die ich jemals live erlebt habe. Ich meine, habt ihr das gesehen? Hätte die KI von Gen 5 hier bereits in der ersten Arena die perfekte KI gehabt, also immer perfekt gespielt, hätte ich absolut gar keine Chance gehabt gegen Notuska. Aber so war es halt Zufall und immer noch kein garantierter Sieg oder so. Ich wäre hier mehrfach fast zerschellt und Kopfnuss Koknodon hätte mich auch noch killen können. Ich konnte aber tatsächlich den ersten Orden hier holen, um mich irgendwie wieder ins Leben zurückkämpfen. Aber das war schon heftig. Da Pokémon Schwarz 1 aber seine Spieler scheinbar abgrundtief fast die Nuzlocke probieren, bekommt man dann nur einen weiteren Encounter mal wieder, bevor man direkt ins nächste Boss-Battle muss. Und das war dann in meinem Fall Schluckwech. Ein relativ defensives, reines Gift-Pokémon, dessen Typing natürlich vor der 6. Generation keinen Sinn ergibt, allerdings konnte das zumindest sehr effektiv gegen Pflanzen angreifen und Pflanzenattacken resistieren. Es war also für die Situation, in der ich mich gerade befand, gar nicht mal so schrecklich. Aber wie gesagt, Leute, ich musste dann sofort in den nächsten Bosskampf rein gegen Sharon mal wieder, der dann wieder zwei Pokémon hatte. Und er hatte ja beim letzten Mal Darkrai. Ich kann aber hier eine Entwarnung geben, er hatte dann bei diesem Fight hier nur Gladiantri und Seemon und die konnte ich beide ohne weitere Verluste besiegen, Gott sei Dank. Und dann durfte ich nach Sharon weitere Pokémon encountern, aber es waren halt wieder nur zwei. Ja, und dann habe ich diese beiden hier bekommen, Pikuchilla und Schlurp. Pikuchilla ist ein bisschen underrated, könnte man sagen. Es hat eine gute Init und Kehrschelle mit Step, also es kann ganz okay angreifen. Und es ist ein netter Revenge-Killer, aber auch eine Glass Cannon. Ja, und Schlurp konnte ich hier logischerweise noch nicht entwickeln, also war das für das Team jetzt nicht wirklich eine so große Bereicherung. Nachdem ich aber dann ein bisschen Rüpel-Spam von Team Plasma überlebt hatte, zusammen mit Sharon, der mir ein bisschen helfen durfte, durfte ich dann noch ein weiteres Pokémon encountern, bevor es zu den nächsten Bossgegnern geht, und das war dann das hier. Ich habe hier Folikon bekommen. Ein Pflanze-Käfer-Pokémon, das man später über Freundschaft zum Matrifol weiterentwickeln könnte, was ganz in Ordnung ist. Es ist natürlich eine grauenvolle Typenkombination, dieselbe wie die von Parasect, aber es gibt halt schon wesentlich schlechteres. Und dann ging es endlich zu weiteren Bosskämpfen. Bevor ich dann aber sofort gegen die zweite Arenaleiterin antreten konnte, die nur zwei Pokémon spielt, musste ich vorher noch ein weiteres Mal N besiegen, der drei Stück hatte. Der war also potenziell mal wieder ziemlich stark, ich hatte aber halt jetzt ein volles Team und ich war deswegen relativ selbstbewusst. N ist mal wieder da. Mit Cavalanzas. Oh, der ist Käferstahl und... Digga, es kann halt auch mal...
Kann bitte einfach mal Raupi oder so kommen? Warum nicht immer voll entwickelt? Der hat 135er Attack Base. Alter, der ist stärker als Maromai und so. Cavalanzas ist kein so toller Start. Wir gehen in Gaudium, würde ich sagen, für Water Pulse. Das trifft zumindest neutral. Natürlich kommt sofort die Vergiftung. Machen wir uns nicht lächerlich. Das waren 20 Damage. Ich hoffe, er crittet nicht. Aquawelle. Ich brauche den Damage auf jeden Fall. Boah, macht das wenig. Alter, macht das wenig. In dem Fall ist das einzige Play, was ich machen kann, in Systrox zu gehen. Und zu hoffen. Mhm. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Zertrümmerer. Kein Decrease. Komm schon. Alter, ich krieg keine Decreases. Natürlich krieg ich keine. Mach doch bitte Decreases. Alter. Es kommt gleich Trank wahrscheinlich. Okay, gut. Wir haben einen Decrease bekommen. Reicht das? Hat keinen Trank genutzt. Das reicht nicht. Okay, scheinbar spielt N keine Tränke. Das ist schon mal gut. Puh. Hast du Cavalanzas schon mal selber in der Nuzlocke gespielt? Nee, noch nie. Wirkt ja ziemlich krass auf jeden Fall. Kobalium. Was ist dieses Spiel denn bitte? Ich will doch eine ganz friedliche kleine Nuzlocke hier machen. Metal Claw, Double Kick, Quick Attack, Leer. Der ist unbesiegbar, das war's. Der ist unbesiegbar. Das hier ist das Out. Gastrodon ist das Out. Aber nicht mit dem KP-Stat jetzt. Care-Shelle wird wegresistet. Der macht auch gar nichts. Er resistiert all meine Moves. Hier wird doch niemals genug überleben, dass ich das dritte Pokémon noch besiege und die Arena schaffe. Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Ich zeige euch jetzt alle Moves in meinem Team. Wir überlegen uns was. Okay, Kobalium sieht aus, als würde es die Nuzlocke sofort beenden. Es gibt aber gewisse Hoffnungen. Wir werden erstmal Systrox opfern, leider. Ich sehe nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Ich versuche noch Zertrümmerer. Leider überlebe ich keine zwei Hits, hätte mich aber auch gewundert. Kein Decrease. Das ist ziemlich gnadenlos, ehrlich gesagt. Egal. Metallklaue kann missen. Passiert aber nicht. Immerhin bekommt er keine Attack Buffs. Sarah outspeed für Spaßkanone. Wir outspeeden. Er macht Silberblick. Okay, das ist weird. Vielleicht, weil er keine Killrange sieht. Wahrscheinlich, weil ich nicht in Killrange für Doppelkick, aber da bin ich ja jetzt immer noch nicht. Wir haben Speed-Teil scheinbar, okay. Ganz, ganz merkwürdig, okay. Ich will nicht, dass Chillerbill stirbt. Die wirkt gerade wie mein bestes Pokémon, to be honest. Ich könnte jetzt mit Daniel in den Doppelkick wechseln, weil der resistet vierfach quasi mit den zwei Senkungen von ihm. Und macht dann erstmal Stringshot. Wie viel Base Init hat Gastrodon? Brauche ich zwei Stringshots, ist jetzt die Frage. 39. Okay, ich brauche quasi zweimal Stringshot. Ah, das ist echt teuer, ne? Ich fürchte, ich brauche hier zweimal Stringshot. Aber ich kann Sarah nicht einfach so wegschmeißen. Hier wird schon genug sterben. Ich gehe in Daniel. Das ist eine folgenschwere Entscheidung jetzt. Das war aber die richtige Entscheidung, weil jetzt kriege ich hier nur zwei Damage. Die zwei Damage habe ich gerade, denke ich, gut investiert. Wir machen auf jeden Fall Fadenschuss. Oh mein Gott, er misst die Metallklaue. Die trifft. Boah, die macht kein Damage mehr. Hat das so viel gemattert. Schafft Daniel den Kill? Ich werde immer noch outspeedet. Was, er hat nochmal gemisst? Das sind 5%.
Ich mach keinen Schaden. An dem Punkt ist der nächste Fadenschuss quasi free. Jetzt müsste ich aber outspeeden. Exakt. So, wir haben High Crit Rate. Und da ist der Crit. Gut, das ist jetzt nicht ultra lucky, das kann schon mal passieren. Er crittet auch. Eben sein Crit hat gerade richtig gesessen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall raus. Ich gehe rein in Aang, mach Zertrümmerer und er müsste down gehen. Er macht random Quick Attack, um damit zu finishen. Okay, macht relativ viel Sinn. Bitte töte. Okay. Volltreffer hat, glaube ich, nicht gemattert. Kobalium ist nicht der Run-Ender. Wir müssen noch ein Pokémon jetzt besiegen. Karpilz, Alter, direkt das nächste Monster. Es ist so fucking unfair. Ist das der letzte Sargnagel? Okay, der hat tatsächlich keine Kampfattacke. Wir werden jetzt hier zertrümmern. Um seine Defense zu senken. Leech Seed wird erstmal nervig sein, aber wir sind immun gegen Leech Seed bei Venofliebes. Ich muss halt nur jetzt Glück haben, mindestens einen Decrease zu kriegen. Stachelspore. Bitte. Okay. Zweite Runde müssen wir abwägen. Okay, nice. Das sieht schon mal besser aus. Chillabelle kann jetzt wahrscheinlich finishen. Also der Kampf ist wahrscheinlich gewonnen. Warte mal, Marco hat Zerschneider. Oh mein Gott, er kann neutral angreifen. Tackle. Boah, tut das weh. Boah, das reicht. Nicht kritten, nicht kritten, nicht kritten, nicht kritten. Bitte, bitte, bitte nicht. Range Kill vielleicht nur. Sporn wird, aber kein Gift oder so. Okay, alles gut. Ich lebe. Was bitte war das hier für ein absolutes Überteam? Cavalanzas als Käfer-Stahl-Pokémon mit unglaublich hohem Angriff. Dann Kobalium als weiteres Stahl-Pokémon, als eines der gefährlichsten Legis von Gen 5. Und dann auch noch Karpilz. Es ist ein absolutes Wunder, dass ich diesen Kampf hier überleben konnte und dass sogar nur ein Pokémon gestorben ist. Ich habe hier wirklich alles rausgeholt, was ging, aber Schluckwelch ist leider down gegangen. Und damit hatte ich dann kein volles Team mehr, um beim nächsten Orden anzutreten. Aber wie ich schon gesagt hatte, die zweite Areneleiterin hatte nur insgesamt zwei Pokémon, also weniger als N. Ich war also nach wie vor in der Überzahl und ich konnte jetzt auch Matrifol entwickeln, also habe ich das mir jetzt auch gemacht, um das maximale Potenzial aus meinem Team zu holen. Also was soll da schon schief gehen? Wir kommen zur zweiten Areneleiterin und ihr Kinoso macht den Anfang. Okay, Kinoso ist jetzt noch nicht so schlimm, muss ich sagen. Das ist ein guter Start für uns. Okay, der hat tatsächlich kein Moveset, aber Leech Seed. Wir gehen hier in Daniel, der ist immun gegen Leech Seed. Und dann können wir for free hier den ersten Kill machen, ohne Chip Damage. Okay, wunderschön. Jetzt haben wir auch zwei verschiedene Step-Angriffe vorne. War eh unsicher, ob ich mit Daniel leaden möchte. Zapplerang. Krass. Okay, der besitzt keine Schwächen. Und Tränke und ist zwei Level über mir, der Raid-Boss. Dieses Spiel will so sehr, dass ich sterbe. Ich denke, ich würde ihm erstmal die Beere wegnehmen mit Käferbiss. Wenn er Acid haben sollte, das ist bei seinem Level 1 Zeug dabei, wäre ich höchstens durch Crit One-Shot, I guess. Er hat Säure. Warum habe ich die Beere nicht weggefressen? Hat er keine Beere? Er hat keine Beere tatsächlich. Okay, normalerweise haben die Aces von den Leitern gerne mal eine Beere. Ich dachte, er hat eine Beere. Ja, mein Play wäre aber dasselbe gewesen. Lohnt sich der Chip-Damage? Ich könnte nämlich Gaudium safe in Acid einwechseln. Aber was macht Gaudium? Aquawelle-Spam. Gut. Das würde mit Crush Claw und Crunch würde ich trotzdem sehr viel Schaden nehmen. Und es kommen noch Tränke und so. Ich glaube, der Chip-Damage ist valuable, ne? Ich denke nicht, dass hier ein Wechsel klug wäre, um ehrlich zu sein. Dieser Käferbiss hier kann extrem viel uns helfen. Kann sogar sein, dass Daniel gewinnt. Hätte er gekrittet. Bitte.
Okay. Jetzt muss ich eigentlich in Gaudium wechseln und Aquavelle spammen. Gott sei Dank habe ich hier keine Elektroschwäche. Oh. Okay, das war lucky. Wir gehen in Aquavelle. Er hat Killrange gesehen für Ladungsstoß und einfach irgendwas eingesetzt. Das ist ein Taunt-Move, nennen wir das. Knirscher Crit hat richtig gesessen jetzt. Scheiße. Alter, hat der Knirscher Crit gemettert. Der hat auf so vielen Ebenen gemettert. Jetzt wissen wir nicht, ob wir Killrange sind, weil ich die zwei Einzelhits nicht differenzieren konnte. Ich krieg eine Aquavelle weniger raus, die mega wichtig ist. Es kommt gleich Heilung. Ich halte hier Aquavelle für das beste Play, zumal wir die Chance haben auf eine Verwirrung. Da ist der Supertrank, der war zu erwarten. Füllt aber nicht ganz auf, okay. Immerhin. Verwirrung. Okay, plötzlich kämpfen wir einen ganz anderen Kampf. Das Problem ist, Aang hat kein Business, diesen Kampf hier zu gewinnen. Gaudium hat die Chance dazu. Wenn ich jetzt in Aang gehe, ist Aang tot. Wenn ich in Gaudium bleibe, haben wir die Chance, alle am Leben zu erhalten. Ich halte die Strategie, Gaudium drinnen zu lassen, gerade für besser, aber es ist wirklich close. Selbstverletzung bitte. Bitte überlebe. Okay, ich war Range Kill. Ich denke, das Beste, was ich jetzt tun kann, ist Sarah und Kehrschelle. Wenn ich jetzt 1000 Mal misse, ist der Run tot. Wow. Ich setze mein Vertrauen in die Kehrschelle. Erneut. Okay, da kann man nichts gegen machen. Mein Gewissen ist rein, ich habe keinen Fehler gemacht. Das ist nur noch lächerlich, 85% Genauigkeit. Jetzt muss ich die Chance maximieren, dass wir hier zumindest noch den Kampf beenden können, indem ich zertrümmere. Paralyse. Kein Decrease. Ich könnte mit Range vielleicht überleben und noch einen Zertrümmerer schaffen. Okay. Oh, Volltreffer. Okay. Okay. Ich muss jetzt in Marco gehen. Er macht random Säure. Wir gehen, würde ich sagen, für Biss. Kann ich Knirscher irgendwie überleben? Ja. Wir killen nicht. Ja, dann war es das leider auch für Marco. Ich kann nichts machen. Aber egal. Wir gehen in Matrifol. Und outspeeden für Kill. Kein weiterer Trank. Okay. Wir leben noch. Wir leben noch mit Matrifol und Schlurp und kriegen einen weiteren Encounter und kämpfen dann gegen Arti. Ich habe an dem Punkt praktisch keine Worte mehr für diesen Run hier. Was ist da schon wieder passiert? Zapdarang in der zweiten Arena, eines der unfairsten Pokémon überhaupt, die nicht legendär sind, mit Ladungsstoß und Knirscher und praktisch allem auf Level 1. Was ist das bitte für ein Moveset? Ich habe hier einfach drei Pokémon auf einmal verloren und hatte nur noch zwei insgesamt übrig. Und dass ich hier überhaupt überleben konnte, war ehrlich gesagt ein Wunder. Und dann musste ich weiterspielen, nur noch mit Matrifol und Schlurp im Team und irgendwie weitere Encounter erreichen. Der Wald, der dann aber danach kommt, gilt nicht als neues Gebiet, muss ich leider sagen, und dort gab es dann einige Pflichttrainer, beispielsweise auch von Team Plasma. Aber besonders diese Trainerin hier war dann ehrlich gesagt ein kleines Problem. Okay, der nächste Random-Trainer. Verkokel, okay. Der hat das Potenzial dazu, uns umzubringen. Der hat definitiv die Moves dafür. Er kann uns sehr effektiv angreifen, er hat Flame Charge. Wenn ich jetzt aber hart wechsle in Schlurp, könnte durch die Random-KI einfach Arm Thrust kommen.
Und dann ist es zu Ende. Mit Schlurp alleine könnte ich theoretisch weiterspielen mit Heimzahlung und so. Wir werden jetzt hier probieren, mit Heimzahlung erstmal anzugreifen und gucken, wie es dann steht. Er macht sofort die Nitro-Ladung. Er crittet nicht. Aber er kriegt den Init-Push. Jetzt die Frage, ob wir wechseln wollen oder nicht wechseln wollen. Er hat schon echt gut Damage. Ich denke, es lohnt sich hier ein Wechsel, weil er muss jetzt durch die Random KI Arm Thrust erstmal auslösen, eine lange Chain kriegen. Ja, und er kann halt übel krass missplayen. Nitro-Ladung, okay. Immerhin kein Arm Thrust. Heimzahlung. Er macht ein Igler Missplay, okay. Heimzahlung macht wie viel mit Step? Ist ganz okay. Ein Igler Missplay. Wir sind mit einem Bein im Grab. Oh, mit noch einem Einigler wird es echt eng, der Kill. Okay. Haben wir gewonnen? Boah. Okay. Auch der beendet uns nicht. Nicht mal Tode. Gen 5 wollte mich einfach tot sehen. Machen wir es kurz an dem Punkt. Als ob ich hier einfach wirklich gegen ein Feuerkampf-Pokémon kämpfen musste, mit Matrifol und Schlurp. Eine weitere komplette Katastrophe das Matchup, und wenn Matrifol hier weggecrittet worden wäre, wäre praktisch die gesamte Genlock gestorben. Nachdem ich aber dann auch die anderen Trainer besiegt hatte, also auch die von Team Plasma, die tatsächlich fair geblieben sind, durfte ich endlich ein weiteres Pokémon encountern, aber halt auch wirklich mal wieder nur eins. Und das war dann Gekarbor. Ein Pokémon, was ich auf der Level-Range bereits zu Reptine machen konnte, doch auch Reptine war halt nicht gerade die Welt. Und es war schon wieder ein Pokémon mit Feuerschwäche und Flugschwäche, also kein guter Partner für Matrifol und Co. Und mit diesem Dreiergespann bin ich dann weitergezogen zur dritten Arena, um gegen Arty anzutreten. Ich habe jetzt aber zum ersten Mal tatsächlich gute Nachrichten für diesen Run. Und zwar hatte Arty dann einfach nur Felino, Klingplim und Rabautz. Drei komplette Opfer-Basis-Pokémon, die ich über Matrifol komplett zerfetzen konnte. Also war dieser Orden hier tatsächlich mal komplett geschenkt. Jetzt aber wieder der gigantische Haken bei der Sache. Um dann tatsächlich weitere Pokémon zu bekommen, musste ich noch weitere Boss-Battles gewinnen. Und zwar wieder gegen Bell und Sharon, die dann jeweils vier Pokémon gespielt haben. Ich mache hier wirklich keine Scherze. Und dann habe ich hier erneut um mein Leben gekämpft. Ich muss aber sagen, der Kampf gegen Bell war relativ fair, weil der ihr bestes Pokémon war Porygon 2, was eine ganze Menge stallen konnte, aber das war nicht wirklich gefährlich. Dann kam aber wie gesagt auch noch Sharon mit halt wieder vier Pokémon, der auch noch besser gelevelt war. Und der hatte dann ein deutlich besseres Team als Bell und er wollte den Run beenden. Ich muss jetzt noch Sharon schaffen, dann habe ich wieder Encounter. Stravikel. Okay, da ist wieder das Problem, dass er Käferbiss einsetzen wird und ich will nicht meine Marombeere verlieren. Dann wiederum, ich kann ihn eigentlich one-shotten über Käferbiss, ne? Oh, wir kämpfen im Sandsturm auch noch. Nee, es reicht nicht. Gut. 1-0, da waren es noch 3. Zapdos. Okay, das könnte das Ende sein. Ich könnte jetzt ein Sacrifice machen. Ich könnte Yugo opfern und Heimzahlung spielen. Dann kriegen wir 5 Encounter vor Camilla und wenn davon 3 ungefähr spielbar sind, habe ich ein Team. Ich muss in Yugo gehen. Wir kämpfen leider im Sandsturm und das Matter hat extrem. Heimzahlung ist so ein bisschen meine Hoffnung. Er macht Donnerwelle. Okay. Er wird jetzt ein bisschen gechippt durch den Sandsturm. Wir machen auf jeden Fall mal Blitz. Schnabel macht wie viel? Einiges leider. So, wir haben tatsächlich erfolgreich einen Blitz rausbekommen und können nicht in die Donnerwelle wechseln. Jetzt ist interessant, ob man vielleicht sogar Reptile nicht opfert. Das Problem ist, es kommen noch 2 weitere Mons, aber das können halt Opfer sein. Matrifol ist ziemlich stark alleine. Ich gehe hier für die Random Chance, die Marombeere noch zu triggern. Er missplayt den Scanner. Bitte. Okay. Jetzt haben wir noch mehr Zeit für Blitz.
Schnabel. Okay, ich mache hier das Play und rette Yugo. Mal gucken, ob es sich auszahlt. Ist auch schwer zu sagen, ob das richtig war. Er macht Schnabel. Er misst Schnabel. Okay, es war richtig. Vermutlich. Will ich einen Zertrümmerer oder will ich Heimzahlung? Mein Gefühl sagt mir Zertrümmerer, ich weiß es nicht. Scanner. Auf lange Sicht ist Zertrümmerer extrem nützlich. Donnerschock, er trifft leider. Er macht halt mit Zapdos logischerweise keinen Damage. Okay, die Paralyse ist extrem schlecht. Die Erholung, die Paralyse muss weg, ich muss erholen. Okay, wir haben das jetzt so. Zapdos ist weg. Wir müssen jetzt mit den Konsequenzen leben, dass Schlurp angechippt ist. Yorkleff. Okay. Der kann mit Work-Up setupen, theoretisch. Ich gehe für Zertrümmerer. Bodycheck Crit und Schlurp stirbt wahrscheinlich. Boah, das wäre so knapp geworden, der Crit. Ich muss wechseln. Bitte Miss Bodycheck, bitte Miss Bodycheck, bitte daneben, 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 daneben. Scheiße. Okay, wir haben hier auf Matrifol noch die Maronbeere. Die werde ich aber noch delayen. Auch eine folgenschwere Entscheidung, kann falsch sein. Celebi. Hat mal 4 Schwäche. Ich denke, der kann nichts gegen mich tun. Käferbiss. Ja, Zauberblatt wird wegresistiert, das war's. Alter, der hat 2 Legis und ich schaff den mit 3 Pokémon. Okay, das war's noch nicht, aber ich esse eine Zitrobeere, okay. Bodyguard, ja, das war's, wir haben's geschafft. Kein Pokémon verloren. Ich spiele gerade das beste Gen 5 meines Lebens, Mann. Spiel um die Ehre meiner ganzen Familie gefühlt. Als ob mir das Spiel hier einfach nochmal Zapdos und Celebi entgegengesetzt hat, als 2 weitere Legendaries. Ich meine, es reicht doch irgendwann auch mal, oder? Ja, aber tatsächlich ist hier nichts weiteres gestorben. Ich konnte Sharon komplett besiegen, ohne meine 3 Pokémon zu verlieren. Ja, und besonders gegen Celebi hatte ich hier ein erstaunlich gutes Matchup, weil ich das halt random einfach 4-fach effektiv angreifen konnte. Doch wie gesagt, dass Matrifol hier überhaupt noch gelebt hat, war ehrlich gesagt ein Wunder. Aber damit hatte ich es jetzt fast geschafft, wieder neue Encounter zu erreichen. Um die aber dann tatsächlich freizuschalten, musste ich auch noch gegen diese Rüpel hier antreten und direkt der erste hatte dann das hier. Kein Feuer-Pokémon, bitte. Nein, der 2. Das könnte es gewesen sein. Greift das gesamte Team sehr effektiv an, Alter. Das ist gefühlt das Schlimmste, was hätte kommen können. Wir gehen in Yugo und hoffen auf KI-Misplays, weil es nur die Rüpel-Opfer-KI ist. Der macht einfach irgendwas. Kein gutes Play? Okay. Was heißt kein gutes Play? Auch gefährlich, ne? Auch gefährlich. Blitz. Ein Igler. Okay. Vielleicht haben wir Hoffnung. Wenn er ein Igler spammt, kann ich vielleicht ein bisschen Strauchler machen zur Not. Er trifft. One-Hit-Crit. Alles klar. Es kann sein, dass es das war. Heimzahlung. Jetzt Crit und das Ding ist tot. Okay, jedes bisschen Chip-Damage hilft jetzt. Nitro-Ladung. Er trifft alles. Vielleicht reicht jetzt nochmal der Angriff, okay. Miss halt mal. Alter. Die treffen jeden Move in Schwarz 1, es ist unfassbar. Heimzahlung. Oh, er ist weg. Okay, wieder ein Pokémon weniger, aber der ist weg. Morabbel, ja, okay, den haben wir.
Ich habe jetzt leider keine AP mehr auf Heimzahlung, aber was soll's. Was soll's. Ich hoffe, der nächste ist fair, der nächste Rüpel. Es kam hier ernsthaft einfach auch noch Flambirex. Also ein weiteres Feuerkampf-Pokémon, sogar aus derselben Entwicklungslinie. Was sind die Odds dafür? Ja, und hier ist einfach mein Reptile gestorben und ich bin wieder auf 2 Pokémon insgesamt gefallen. Das ist schon ziemlich lächerlich gewesen. Jetzt aber das Gute. Der zweite Trainer danach, der ist gar kein Trainer. Man muss hier keinen zweiten Kampf machen, es geht dann einfach weiter mit einer Encounterwelle. Ich hatte es also tatsächlich schaffen können, all das zu überleben, um mir endlich wieder ein Team aufzubauen. Aber das war wirklich unglaublich. Wir kommen jetzt also endlich mal zu einer richtigen Encounterwelle und ich durfte dann 4 Pokémon insgesamt fangen, um wieder ein volles Team zu bilden. Und was habe ich dann gefunden? Naja, ich habe Baldorfisch bekommen, Burmy, Zoroark und Tentoxa. Für das, was ich bis hierhin durchstehen musste, eine absolut erbärmliche Encounterwelle, aber es war zumindest ein bisschen was. Zoroark kann man später zu Zoroark machen auf höheren Leveln und dann wird es zu einem relativ guten reinen Unlicht-Pokémon, das sogar ein Teammitglied kopieren kann von einem selbst, um die KI zu verarschen. Ja, und Tentoxa war halt auch hier mal wieder ein relativ bulkiges Wasser-Pokémon, was zu den besseren Water-Types zählt. Ich hatte also zumindest wieder ansatzweise ein Team. Bevor ich dann aber noch mehr encountern durfte, musste ich nochmal 3 komplette Boss-Battles durchstehen, um das überhaupt zu erreichen. Und ich hatte halt an dem Punkt insgesamt immer noch nur 6 Pokémon, also durfte ich jetzt praktisch gar nichts mehr verlieren, sonst hätte ich mein volles Team wieder verloren. Und da starten wir zunächst mal mit N beim Riesenrad, der dann 4 Pokémon gespielt hat. Ja, aber jetzt der große Lichtblick. Nachdem das gesamte Early Game das absolute Fegefeuer war, das mich komplett quälen wollte, hatte das Spiel endlich mal ein bisschen Gnade. Und so hat N hier nur Togetic gespielt, Plaudagei, Kadabra und Gekarbor, also nicht ein gefährliches Pokémon, und ich habe dort einfach gar nichts verloren. Und dann bin ich reingegangen in die Arena von Camilla, die ja normalerweise Elektro-Pokémon spielt, und die hatte hier im Randomizer ein Stravickel, ein Nachu und ein Griffel. Die war einfach noch schwächer als N und das Spiel hat mir endlich ein bisschen die Hand gereicht. Und dann kam auch noch Sharon, also ein weiterer Rivalenkampf, der dann auch wieder 4 Pokémon hatte und auch der war simpel. Denn dem sein einziges vollentwickeltes Pokémon war ein Impagator, was ich ohne Probleme stallen konnte über meine beiden Wassergift-Pokémon. Und ansonsten hatte der nur Ledibar, Porygon und Golbat. Und das war halt einfach reine Statistik. Der Randomizer kann nicht immer ohne Pause eskalieren. Irgendwann gibt es halt mal eine Ruhephase und ich musste einfach nur irgendwie überleben, bis die Ruhephase beginnt. Und das war jetzt der Fall. Und dann durfte ich nochmal 3 weitere Pokémon einfangen und das waren dann diese hier. Damhirplex, Maxax und Ambidiffel. 2 ziemlich schlechte Normal-Pokémon und ein Überdrache. Das Ding ist, Maxax ist eines der stärksten Pokémon vom physischen Angriffswert her, die ich überhaupt in meinem Ruleset erlaubt habe. Es hatte allerdings leider die Fähigkeit Rivalität, die es halt leider abschwächt in sehr vielen Bosskämpfen und deswegen war es nicht so heftig. Eine gewaltige Verbesserung fürs Team, war es aber natürlich allemal, allein schon durch seine Resistenzen. Als ich aber dann gegen Turner kämpfen musste, der normalerweise Boden-Pokémon spielt, wurde es wieder ein bisschen bedrohlicher. Weil der hat zwar auch mal wieder nur 3 Pokémon gespielt, allerdings hatte die Levelkurve jetzt so langsam Level 30 erreicht und das bedeutet, dass auch immer wieder die Gegner jetzt nur noch voll entwickelt waren, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Und ja, er hatte zwar auch 2 Level 29er, aber die waren halt durch Zufall voll entwickelt. Und so begann er hier mit einem Bissbug mit Kraftschub und einem Bodycheck, was fast mein Tentoxa weggekrittet hätte. Eines meiner besten Pokémon überhaupt, aber dazu kam es zum Glück nicht. Ich hatte allerdings die Möglichkeit, seine Spatstaff zu senken und damit Siedewasser neutral anzugreifen. Eine sehr gute Gen 5 Wasserattacke, die sogar verbrennen kann. Als aber dann in Molgar eingewechselt wurde, musste ich natürlich Tentoxa schützen, dort konnte ich aber in Maxax reinwechseln, was halt Elektro, Feuer, Wasser und Pflanze resistieren kann, und dann konnte ich mit Drachenklaue in Molgar einfach so one-shotten, weil Maxax halt wirklich einen unglaublich hohen Angriffswert hat, und das hat man hier sehr deutlich gesehen. Sein Ace war dann aber ein Valraiser und das war ziemlich gruselig. Ihr müsst wissen, auf Level 31 hatte das noch Frostbeule theoretisch und das ist ähnlich wie Walzer und wird jede Runde stärker.
Wenn das also eskalieren sollte und Valraiser spammt dann auch noch Hypertränke, dann kann es passieren, dass das Ding ein paar Pokémon wegsweept und das wäre furchtbar gewesen. Ich konnte es aber mit Drachenklaue ein bisschen anchippen und dann konnte ich später auf Baldorfisch wechseln, damit es halt vielleicht eher Body Slam verwendet. Und dann habe ich Vergeltung gedrückt und es ganz knapp gekillt. Es ist im roten Bereich gelandet und trotz seiner Fähigkeit dann zugrunde gegangen an Giftdorn. Aber das hätte sehr viel gefährlicher werden können. Nachdem ich aber dann noch ein weiteres Mal Bell fertig gemacht hatte, die erneut kein so gutes Team hatte, konnte ich dann einmal encountern in der Elektrolythöhle und dann habe ich Zubat gefunden. Und das konnte ich auch immer wieder durch Zuneigung zu X-Bart weiterentwickeln, einfach sofort. Und das hat halt extrem viele gute Resistenzen und es outspeedet praktisch alles. Ein weiteres gutes Nuzlocke-Pokémon, und dadurch, dass ich halt mein Zoroark jetzt auch schon weiterentwickelt hatte, hatte ich dann eigentlich kein so schlechtes Team mehr. Als ich aber dann schon wieder gegen N antreten musste, wurde es wieder gefährlich. Denn ich hatte die ganze Zeit eine gute Lead-Strategie und die wurde mir hier so ein bisschen zum Verhängnis. Und zwar war es die ganze Zeit mein Plan gewesen, direkt mit Tentoxa zu leaden und wenn es geht Toxic Spikes zu legen, und ich dürfte zwar keine zwei Layer legen, weil Toxin halt in meinen Nuzlocks immer verboten ist, aber ein Layer für die normale Vergiftung, wenn Pokémon reinkommen, war vollkommen legitim. Und das hat auch hier ganz gut funktioniert, ich konnte erst Nocturne besiegen und dann noch ein Meryl, was nicht voll entwickelt war, weil Ents Pokémon halt mal wieder so ein bisschen unterlevelt waren. Aber das Bittere ist halt, wenn man so eine Giftstrategie anwenden sollte, dann kann das stellenweise backfiren. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber N hatte Meistergriff. Und das ist halt ein Pokémon mit Adrenalin und einem unglaublich guten Angriffswert. Ich konnte dort aber Baldorfisch riskieren, weil ich hatte ja sowieso noch ein zweites Wassergift-Pokémon in Tentoxa. Und dann konnte ich mit Baldorfisch ein bisschen gegenstollen und ich hatte auch Erholung Maronbeere. Ich wusste aber, wenn ich einmal an der falschen Stelle gekrittet werde, ist Baldorfisch halt sofort tot und vielleicht sogar noch weitere Pokémon, aber das ist dann nicht passiert. Ich konnte Meistergriff besiegen und das letzte Pokémon war dann nur noch Shelterain, was ich über X-Bart wallen konnte. Was halt wirklich gegen Pflanzen-Pokémon überhaupt nichts zu befürchten hat, weil es das vielfach resistieren kann. X-Bart ist wirklich, was Nuzlocks angeht, ein unglaublich gutes Pokémon. Und dann durfte ich vor Geraldine nochmal zwei weitere Pokémon fangen und das waren dann beides Käfer. Denn ich habe hier Pudox bekommen und Wattzapf. Und wenn man Wattzapf später weiterentwickelt, dann wird daraus eine extrem gute Elektro-Käferspinne mit einer guten Init und Facettenauge. Und Facettenauge Donner trifft fast immer. Es hat extrem viel Potenzial und ist theoretisch kein schlechtes Teammitglied. Also Voltula hat mich auch mal wieder gefreut. Und als ich dann gegen Geraldine angetreten bin, ist mir so langsam aufgefallen, dass diese Bossgegner mit nur drei Pokémon einfach keine Gegner mehr waren. Ich hatte keinerlei Angst vor Geraldine und habe mich wirklich sicher gefühlt. Und dann kam Sharon mal wieder und dem sein bestes Pokémon war wieder Valraiser, ähnlich wie bei Turner. Aber mittlerweile wusste ich halt, was ich dagegen tun muss und Vergeltung Baldorfisch hat auch das wieder beendet. Jetzt aber die große Überraschung, Leute. Wenn man Sharon dann ein weiteres Mal besiegt hat, kommt eine extrem große Encounterwelle auf einen zu. Ich durfte dann wirklich mal eine ganze Menge Pokémon fangen und das waren dann folgende. Ich weiß gar nicht so wirklich, wo ich hier anfangen soll, das war sehr, sehr viel auf einmal, vor allem für Gen 5 Verhältnisse. Das Beste, was ich aber bekommen hatte, war definitiv Panpyro. Weil das konnte ich hier schon zu Panferno machen, einer der besten Leads, die möglich sind für die vierte und fünfte Generation. Ein unglaublich guter Feuerstarter. Ich habe aber auch beispielsweise Zwirklopp gefunden, was ich ebenfalls sofort in mein Team aufgenommen hatte, weil dafür hatte ich sogar Evoli theoretisch und das ist halt ein unglaublich defensives Geist-Pokémon und die Entwicklung habe ich gar nicht benötigt. Ja und Golgantis ist mit Geist-Boden halt ebenfalls ein Pokémon, was eine Menge Potenzial hat und darüber habe ich mich auch gefreut. Und dadurch, dass jetzt auch die Levelkurve ein gutes Stück angestiegen war, konnte ich noch weitere Pokémon weiterentwickeln, wie beispielsweise Voltula. Also mein Team wurde jetzt wirklich ziemlich gut auf einmal. Nachdem ich aber dann auch noch den Eis-Arena-Leiter zerlegt hatte, der wieder nur drei Pokémon gespielt hat, danke an Game Freak an der Stelle, und nachdem noch ein bisschen Story kam mit Trainer N und C-Com und so weiter, um das Story-Finale so ein bisschen anzuteasern, ging es zu einem weiteren Bosskampf gegen Bell und der war dann plötzlich überhaupt kein Spaß mehr. Ich hatte zwar an dem Punkt dann ein wirklich gutes Team, aber Bell hatte auch sehr starke Pokémon. Bell ist die nächste mit
Celebi. Okay, Celebi vorne ist ein falscher Freund für Tony, würde ich sagen. Okay, es hat tatsächlich keinen Psycho-Move. Ja gut, dann ist Akrobatik natürlich free. Ich hätte sogar outspeedet, krass. Ja, dann sollte ich Tony doch nicht so sehr unterschätzen. Minus Speedwesen ist natürlich blöd, aber mit hat nicht so sehr wie erwartet. Hätte das jetzt schon Psychic oder so gehabt, hätte ich natürlich in die Spinne gewechselt am besten. Die sogar safe outspeedet hätte mit 108 Init. Max Sachs. Ui. Okay, Max Sachs macht keine Gefangenen. Wenn er Dragon Dance hat, ist potenziell vorbei. Ist er Dragon Dance? Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass ich... Es gibt keinen Resist. Wenn Bell hier perfekt spielen sollte, gibt es ein Massensterben. Das ist gar nicht gut. Max Sachs mit Dragon Dance ist komplett unfair und hat praktisch gar keine Checks. Außer irgendwelche Überstahl-Pokémon. Ich gehe in Nahkampf sofort. So viel Schaden wie möglich rein da. Nix. Gar kein Damage. Dragon Dance, da ist er. Mir bleibt nichts anderes übrig, als wieder Nahkampf zu drücken, weil wenn ich wechsle und er macht nochmal Dragon Dance, ist der Run definitiv tot. Also muss ich Nahkampf drücken und wir gucken, was passiert. Es kann sein, dass wir jetzt tot sind. Ich kann es nicht vermeiden. Mein Team ist zu schlecht gewesen den ganzen Run über. Oh mein Gott, was zum Fick. Sie ist so dumm. Sie ist so dumm. Sie ist so dumm. Sie throwt das Game. Sie hätte so hart gewinnen können. Das hätte ich niemals überlebt mit Tony. Hätte ich das überlebt? Auf einem KP vielleicht gefühlt. Ach du Scheiß. Also mit Crit hätte ich es definitiv nicht überlebt. Dann wäre der Run tot gewesen. Es war mein einziges Play, ne? Arbok, wir gehen raus. Wir haben hier jetzt schon wieder das Problem mit dem Horter, Verzerrer und so. Aber wir haben hier Neutraltor so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir krasse Probleme kriegen. Ich werde jetzt keine Giftspitzen legen für ein Pokémon und Horter rumnerven riskieren. Okay. Siedewasser ist sehr schön. Dunkelnebel wäre auch nicht schlecht. Das bringt nichts. Dunkelnebel bringt gar nichts. Eins in Chat, wir haben ja schon verloren, wenn sie auf plus eins sind. Wir haben, da ist es ja schon vorbei. Das ist ja das Lächerliche. Der Dragon Dance ist ja so unfair, weil er halt auch Init erhöht. Der könnte jetzt Bauchtrommel haben, aber ich habe sofort Siedewasser dagegen. Ja, ich kann gegen Dragon Dance Pokémon nicht gewinnen. Wenn das nochmal kommt und dann richtig spielt, eventuell, dann ist vorbei. Ja, zum Glück gewonnen, aber das war sehr, sehr scary. Stellt euch einfach mal vor, Leute. Ihr spielt so einen Challenge Run hier, schon über eine Woche, und dann kommt ein scheiß Pokémon mit Drachentanz, in dem Fall Max Sachs, und kann sofort den gesamten Run zerstören. Drachentanz ist komplett broken und Max Sachs ist ja unfassbar stark. Ihr habt zuvor gesehen, ich hatte es ja selbst gefangen. Wenn das Ding ein bisschen boostet und richtig spielt, dann kann man dagegen praktisch gar nichts tun. Außer man hat beispielsweise Eissplitter-Pokémon oder so, aber die müsste man halt erstmal finden. Komplett unfair und es kann halt bereits im Midgame von Pokémon Schwarz 1 und 2 einfach jederzeit passieren. Bell hat hier aber nicht gut gespielt, sie hat sich in Drachentanz verrannt und es ist nicht mal was gestorben. Und ich habe mich mega gefreut darüber, weil hier hätte einfach wieder alles scheitern können. Ich durfte aber dann auch nochmal zwei Pokémon fangen und das waren dann diese hier. Ich habe Tragosse bekommen und Mitodos. Und Mitodos kann man weiterentwickeln zu Zytomega und das ist ein bulkiges Psycho-Pokémon mit einem extrem hohen Spezialangriffswert und Genesung. Wirklich kein übles Pokémon aus Gen 5 und das wollte ich dann auch mal ausprobieren und ich hab's ins Team genommen. In der nächsten Arena von Lysander ist mir dann aber ein Missgeschick passiert, denn dort wurde leider durch ein Gardevoir mein Voltula besiegt, was eigentlich sehr effektiv angreifen wollte, durch eine sehr krasse High Range. Das war aber nicht das einzige Spannende an der Arena, denn Lysander war ebenfalls nicht übel. Der hatte zwar auch mal wieder nur drei Pokémon, was ich schade fand, aber die waren ziemlich gut. Und somit war dieser Kampf hier dann erstaunlich anspruchsvoll. Ich konnte nämlich zwar direkt einen Tauros one-shotten, über Nahkampf von Panferno, sogar über einen Crit an der Stelle, aber dann kam einfach Demetoros rein. Und das Ding hatte Schwertanz und Steinwurf, sowie Erdkräfte und Sondersensor. Ein extrem gefährliches Moveset auf einem der besten Pokémon aller Zeiten.
Ich konnte aber zumindest auf X-Bad gehen und Erdkräfte predikten, um dagegen immun zu sein, und dann konnte ich direkt in Zytomega wechseln, was ich ja kurz zuvor bekommen hatte. Und dann war es möglich hier, einmal Sondersensor abzufangen, Lightscreen zu legen, mich gegenzuheilen und dann Psychic gegen den Metoros zu spammen, bevor es zu gefährlich wurde mit dem Schwertanz Steinwurf. Aber ganz ehrlich, den Metoros, damit ist auch nicht zu spaßen. Wenn das an der falschen Stelle kommt oder beispielsweise crittet, kann das eine ganze Menge Arbeit verrichten. Und das ist auch wie gesagt bis heute eines der besten kompetitiven Pokémon aller Zeiten. Tatsächlich hat es aber sogar Steinwurf gemisst gegen Zytomega, was halt manchmal auch passieren kann, und dann habe ich eine High Range gekriegt. Und dann kam nur noch ein Grillcheetah rein, was ich über Psychic dann einfach besiegen konnte, ohne wirklich große Probleme. Aber dafür, dass Lysander hier nur 3 Pokémon hatte, war der schon erstaunlich stark. Bis zur Liga ist dann aber nicht mehr so viel passiert. Ich musste dann noch ein letztes Mal gegen Sharon antreten, der aber wieder kein so gutes Team hatte, und dann habe ich noch einen letzten Encounter bekommen, aber das war nur Gelatwino. Das Eis aus Gen 5, was halt als Eis-Monotype nicht wirklich gut ist für Nuzlocke, also habe ich das natürlich nicht gespielt. Und dann konnte ich auch schon bei der Liga von Pokémon Schwarz 1 antreten, aber die ist ziemlich merkwürdig. Ihr müsst wissen, man macht hier zunächst mal die Top 4 und dann wird die Liga abgebrochen vom Story-Finale. Und dann gibt es quasi 2 6 gegen 6 Bosskämpfe in a row. Man kann aber zwischen der Top 4 und diesen Bosskämpfen sein Team wieder aufstocken und auf einen PC zugreifen. Und das macht diese Liga hier zu einer der leichtesten überhaupt, und die Top 4 Mitglieder haben auch random nur 4 Pokémon. Das ist immer extrem seltsam, aber geschenkt ist es halt trotzdem nicht. Aber das hier war dann zunächst mal mein Team für die Top 4. Ich habe hier zunächst mal Maxax gespielt, was tatsächlich manchmal geleadet hat bei der Top 4, einfach deswegen, weil es Rivalität hatte. Und es gibt manche Top 4 Trainer, zumindest war das die Theorie, die weibliche Pokémon einsetzen. Und mein Maxax war weiblich. Rivalität kann manchmal gut sein, die Fähigkeit, aber oft halt nicht. Bei den anderen Kämpfen hat aber nach wie vor Panferno geleadet. Wie gesagt, einer der besten Leads überhaupt in Gen 4, aber auch in der 5. Generation. Ich habe aber auch nach wie vor X-Bad gespielt, um praktisch alles theoretisch outspeeden zu können. Ja, und wie gesagt auch für die guten Resistenzen. Und als Geist habe ich dieses Mal Golgantis verwendet. Ich hatte ja zuvor Zwirklop gespielt, aber Golgantis fand ich jetzt noch ein bisschen besser. Denn allein schon die Elektroimmunität bzw. die 3 Immunitäten insgesamt waren schon ziemlich spielstark. Ja, und dann habe ich auch weiterhin Zytomega verwendet, als meinem Psychotank mit Genesung und halt auch Screens theoretisch und dann halt noch Tentoxa. Ich hatte im gesamten Run kein besseres Wasser-Pokémon gefunden, also musste ich das praktisch spielen. Andere Wasser-Pokémon hätte ich ansonsten definitiv bevorzugt. Denn das Gift-Typing ist halt leider vor der 6. Generation noch ziemlich suboptimal gewesen. Aber damit wollte ich dann antreten bei der Top 4, die aber wie gesagt nur 16 Pokémon beinhaltet hat. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wir beginnen mit Anissa, der Geisttrainerin, aber die war relativ unspektakulär. Die hatte bei mir hier in Velsa ein Ambidiffel, ein Golgantis und ein Echnatol, also tatsächlich 2 Geist-Pokémon. Ich hatte aber selbst einen Geist gespielt und auch Geist-Coverage im Team, also war das nicht wirklich ein Problem. Aber dann kam Astor, der normalerweise Unlicht-Pokémon trainiert, und der hatte dann auch tatsächlich Unlicht-Pokémon. Extrem unwahrscheinlich, muss man sagen, bei so einer kleinen Liga, aber es kam halt vor. Und er hat hier sogar geleadet mit Rabigator und Bedroher, für was Astor so ein bisschen bekannt ist. Und deswegen hat hier mein Panferno den One-Shot über Nahkampf nicht rausbekommen, Rabigator hat sich aber in Grimasse verrannt. Und ich wusste, im schlimmsten Fall kann es nur Schaufler drücken und dann hätte ich halt einfach auswechseln können. Dadurch, dass ich aber den Kill nicht geschafft hatte, hat Astor dann seine Tränke verschwendet und dann habe ich über Panferno hier sogar einen Crit bekommen. Das war doppelt gut. Sein zweites Pokémon war dann aber einfach noch ein Rabigator. Und das ist wirklich absurd unwahrscheinlich gewesen, aber ich musste halt dagegen kämpfen. Ich habe aber dann meinen Plan B eingeräumt und bin in X-Bad gegangen, um bei meinen Verteidigungsdecreases zu resetten. Und dann wollte ich immer wieder in Panferno zurückkehren für einen starken Nahkampf ohne Bedroher, aber leider kam dann immer Grimasse und ich bin nicht zum Angriff gekommen. Ich konnte aber halt wirklich immer wieder safe in X-Bad gehen und nachdem ich dann irgendwann wieder auf Panferno gegangen bin, kam tatsächlich mal Sandsturm und dann konnte ich outspeeden und finishen. Also dann war die 2 Rabigator schon mal besiegt und der dritte Kill war dann auch kein Problem,
weil das war nun wie Senior, was ich über Akrobatik two-shotten konnte, aufgrund des Sandsturms. Sein viertes Pokémon war dann aber mal wieder ein alter Bekannter, und zwar natürlich Pixie. Und das wollte mal wieder Komprimator nutzen und Gesang, um nervtötend zu werden, und Komprimator ist halt in Gen 5 plus 2, also doppelt so anstrengend. Da ich aber keine Nahkampf-AP mehr hatte, musste ich auch dort Akrobatik drücken, ich habe aber den Kill nicht geschafft und wurde eingeschläfert. Und dann wollte ich in X-Bad gehen, um damit zu finishen, und wurde wieder eingeschläfert. Pixie ist wirklich eines der anstrengendsten Pokémon überhaupt, aber als drittes bin ich dann auch noch in Maxax gegangen und damit habe ich dann getroffen. Ich konnte aber wirklich dankbar hier dafür sein, dass Rabigator die Tränke verschwendet hatte. Denn wenn Pixie die hätte spammen können, wäre das schlimm geworden. Da ich dann aber bereits zwei Top 4 Mitglieder besiegt hatte, warteten nur noch 8 Pokémon auf mich bei der Top 4 und die waren dann kein großes Problem mehr. Cadlea hatte dann Voluminas, Shelterra, noch ein drittes Rabigator witzigerweise und ein Zoroark, aber die konnte ich recht einfach besiegen und dann kam noch Eugen. Und der war mit Abstand der leichteste. Denn der hatte dann Shelterra, Bidifas, Phasersnob und noch ein zweites Bidifas. Wie viele Duplikate hatte ich bitte bei 16 Gegnern insgesamt? Wirklich unwahrscheinliche Pokémon-Liga an dem Punkt. Aber wie ich halt schon gesagt hatte, das war nicht die Hauptattraktion. Die Liga wird wie gesagt nach der Top 4 abgebrochen und dann kommt das Schloss von N aus dem Boden und man muss das Story-Finale spielen. Und dort kommt es dann zu zwei großen Bosskämpfen, erst gegen Trainer N und dann gegen Getsis. Und normalerweise soll man dort ein Legi fangen, um das dann im Kampf einzusetzen, man kann aber einfach Nein sagen und ohne Reshiram antreten, was das Ganze natürlich deutlich anspruchsvoller macht. Und bei der Nuzlocke waren Legis ja sowieso verboten. Man wird aber zumindest zwischen den Kämpfen hier geheilt, eine Regel sollte aber klar sein, wenn bei Trainer N Pokémon sterben sollten, darf ich die bei Getsis natürlich nicht mehr benutzen. Aber ich vermute, das ist selbsterklärend. N. Da ist er das letzte Mal. Mit einem Tauboss. Das ist schlecht. Wenn der Tailwind rauslegt für ein gutes Teammitglied, habe ich ein Problem. Es gibt hier kein gutes Play. Wenn ich Verhöhner mache und er macht Flügelschlag, dann stehe ich ganz schlecht da. Wenn ich wechsle, habe ich keinen guten Switch-In so gesehen, dass ich dann fürs nächste Pokémon gut aufgestellt bin und ich will die Pokémon nicht vorbelasten. Ich gehe erstmal für Akrobatik. Kann nicht missen. Es kommt Agilität. Okay, jetzt sind wir in der deutlich angenehmeren Range. Jetzt ist Tauboss in Kill-Range für einige Dinge. Killt Andres Donner jetzt, ich hoffe es. André kann sich gegenheilen besser, wir machen es so. Vielleicht spammt er jetzt auch schon Roost, aber bei so viel Leben denke ich nicht. Flügelschlag. Wir drücken jetzt Genesung. Könnten auch Psychic drücken, wenn er Heilung spielt, verbraucht er die Heilung. Jetzt gucken wir, ob er Heilung spielt. Ja, perfekt. Gut. Haben leider keine Beere, aber gut. Venufliebes. Hat wahrscheinlich Knirscher, ne? Deswegen wechselt er es ein. Ich hoffe, der macht jetzt nicht random Ring out. Das wäre komplett random. Würde aber keinen Sinn ergeben. Ja. Rückenwind ist weg und tschüss. Akrobatik, 2 Kills. Victini. Da ist es Legi. Okay, das Ding ist stark. Wir werden auf jeden Fall wechseln. Ich gehe in Viola. Und wieder funktioniert Tentoxa nicht wegen Gift. Ja, Tentoxa ist echt kacke in dem Run irgendwie. Eigentlich ist Tentoxa gut, aber ich glaube, es hat einfach ein bisschen Pech. Der Erdbeben muss jetzt sitzen. Sein Headbutt Flinch ist leider eine Möglichkeit. Aber die Beere gibt mir noch einen Try zur Not. Okay. Victini ist tot. Nein? Krass. Dann habe ich Golgantis ein wenig überschätzt mit Erdbeben. Bitte nicht critten. Okay, wir flinchen nicht und werden nicht gekrittet. Das war kritisch. Jetzt muss Golgantis raus. Trikefalo. Body Slam, Dragon Rush, Work Up, Dragon Pulse. Es kann boosten. Okay, bei Trikefalo muss ich jemanden opfern. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss ganz dringend in Panferno ohne Damage für Nahkampf.
Ryu hat eine kleine Chance, einen Kill zu schaffen über einen Blizzard Freeze. Zum Beispiel. Und hat bisher echt enttäuscht. Blizzard. Daneben. Boah, ist das schlecht. Kraftschub. Jetzt brennt gerade alles. Treffer. Wir sterben auf jeden Fall. Hätten beide Blizzards getroffen, wäre der tot gewesen. Wenn Tony nicht schneller ist, sind wir Game Over. Potenziell. Okay, ich habe gerade gesehen, dass tatsächlich Panferno exakt gleich schnell ist wie Ryu. Wir müssen outspeeden. Wir müssen outspeeden. Bitte. Es hätte immer noch ein Speed-Teil sein können. Es ist so knapp. Es ist so knapp, sind wir schneller. Okay, wir haben ihn. Mit 5 Pokémon gleich gegen Getsis. Pachterisu. Pachterisu ist ein Riesengeschenk. Wir können hier in Viola gehen. Er hat keinen Move gegen mich. Das wird er gleich realisieren, rausswitchen und wechselt immer ein Erdbeben. Oh. Er bleibt drin, okay. Hat er keine Wechsel-KI? Schade. Er lässt sich nicht verarschen. Oder das nächste Pokémon kann auch nichts gegen mich. Ah. Okay, der hat auch keinen Move gegen mich. Oder habe ich gewonnen? Dreschpflege, Counter, Chip Away und Swagger. Ja, wenn der Swagger gegen mich macht, töte ich mich selbst. Ganz doll aufpassen. Okay, ich weiß, wie wir es machen. Wir gehen kurz rüber in Keros. Wie gern würde ich diesen Angriffsstat aktiv benutzen. Wir gehen rüber in Melissa. Und jetzt spammen wir Fliegen und Data King ist stehend tot. Und wird komplett von uns verarscht. Schnarchnase. Fliegen. Das war's. Okay, wir müssen jetzt gleich ein 5 gegen 6 gegen Getsis gewinnen und dürfen nicht alles verlieren, ne? Wenn wir alles verlieren, dann wird's im Postgame echt hart werden. Ich habe kaum noch Encounter wahrscheinlich. Ja, ein paar Sachen kommen im Postgame noch, die ich encountern kann. Aber ich muss dann noch einige harte Bosse schaffen, im Zweifel. Die auch saustark gelevelt sind, was Legis betrifft und deren Movesets. Ja gut, Tentoxa war jetzt nicht unbedingt gut in letzter Zeit. Ich hoffe, es war ein kluges Opfer. Trigefalo kann ein echtes Monster sein. Mal wieder ein sehr starkes Pseudo-Legendary mit unglaublich guten Basiswerten. Und in der 5. Generation hatte es noch nicht mal seine mal 4 Schwäche gegen Fee, weil es den Typ noch nicht gab. Ich musste also einfach hier Tentoxa opfern, mein einziges vernünftiges Wasser-Pokémon überhaupt. Das war ein Tod, der extrem wehgetan hat. Und dann war ich hier verpflichtet, gegen Getsis anzutreten, einfach in der Unterzahl. Wenn Panferno übrigens gestorben wäre, hätte ich das sofort in der ersten Runde auswechseln müssen und hätte es nie wieder einwechseln dürfen. In dem Fall wollte ich aber sogar freiwillig auswechseln gegen Karadonis, weil dort hatte ich mit X-Bart ein prima Matchup und konnte das ohne Probleme besiegen. Denn X-Bart hat halt wie gesagt einfach einige Resistenzen, die wirklich gut sind. Als Getsis dann aber Mobitess eingewechselt hat, um X-Bart sehr effektiv anzugreifen potenziell, bin ich lieber in Cytomega gewechselt, um erstmal Lightscreen zu drücken und dann in Golgantis. Und Golgantis hatte halt physische Geistangriffe, um Mobitess einfach komplett zu zerstören und um hier direkt den zweiten Kill zu holen. Und plötzlich war ich nicht mehr in der Unterzahl. Aber dann wurde es mal wieder anstrengend. Denn es kam dann Luxtra rein, was er theoretisch Undicht-Coverage haben kann, und ich bin dann lieber ausgewechselt, aber Luxtra hatte einfach Angeberei und hat es dann wieder endlos gespammt. So wie Jens in Pokémon Heart Gold. Ja, und dadurch, dass ich davon natürlich Respekt hatte, bin ich dann auch noch später in Panferno gegangen, aber das Ding hatte auch noch Grimasse, um meine Init mal wieder zu senken. Und da musste ich irgendwann den Coinflip einfach nehmen, aber ich bekam ihn auch. Und ich habe Luxtra einfach geone-shottet. Und an dem Punkt war der Kampf dann mehr oder weniger entschieden. Es kam dann auch noch Cytomega rein, also er hat dasselbe Pokémon gespielt wie ich. Ich konnte aber dort einfach wieder meine Strategie wiederholen und in mein Cytomega gehen und Lightscreen legen und dann rüberwechseln in Golgantis, um das wieder physisch einfach zu zerstören. Und die restlichen Pokémon hatten dann einfach gar nichts mehr gegen Golgantis, weil es kamen dann nur noch Emolga und Barschuft,
die sowieso nicht mega krass sind, und die hatten einfach keinen Move gegen meinen Geist. Drei Immunitäten zu haben gegen Elektro, Normal und Kampf, das ist halt einfach mega gut für Nuzlockes. Und Barschow beispielsweise hatte auch keine großen Wasserattacken oder so, das wollte Risiko-Tackle spammen. Und das ist halt ein sehr starker Normal-Move. Ich habe also Getsis dann einfach so besiegen können, ohne weitere Pokémon zu verlieren, obwohl ich in der Unterzahl war. Und ich denke, das war eine sehr gute Bilanz. Und damit habe ich es einfach so schaffen können, die Hauptstory von Pokémon Schwarz 1 abzuschließen, ebenfalls im ersten Versuch der Genlock. Wie gesagt, so weit zu kommen war niemals geplant im ersten Try, aber es ist passiert. Und ich hätte eigentlich wirklich nicht hier stehen dürfen. Habt ihr das Early Game gesehen? Das war die komplette Vollkatastrophe. Aber ich bin nie ganz down gegangen und konnte mich ernsthaft zurückkämpfen. Das Bittere war jetzt nur, dass dieses Playthrough immer noch nicht zu Ende war. Denn natürlich hat Pokémon Schwarz 1 auch mal wieder ein Postgame mit einigen coolen Bonus-Boss-Kämpfen, die ich ebenfalls noch angehen wollte, um diesen Run hier noch ein bisschen härter zu machen. Zumindest konnte ich aber im Postgame nochmal neue Pokémon encountern, da dort einige neue Routen dann dazukommen, und dann habe ich all das hier gefunden. Leider mal wieder nicht wirklich Wasser-Pokémon, was mich ziemlich geärgert hat, aber einige andere nette Sachen. Und besonders Pixie und Lavita haben mich hier gefreut, weil die echt praktisch waren. Pixie wollte ich direkt spielen in meinem Team, weil es unglaublich gute Coverage hat und ich hatte halt mittlerweile alle möglichen TMs parat, und dass es halt ziemlich bulky ist, haben wir ja schon diverse Male bei den Gegnern gesehen. Ja, und Lavita war natürlich auch prima, da ich das im Postgame direkt zu Despotar machen konnte, mal wieder im Pseudo-Legendary. Da ich aber die Coverage von Pixie gerade ziemlich gebraucht hatte, da Tentoxa in der Liga gestorben war, habe ich das erstmal nicht verwendet. Und der Sandsturm wäre natürlich auch anstrengend gewesen. Tja, und dann wollte ich aufbrechen zu den Postgame-Bossen und da starten wir erstmal mit Lauro. Wenn man nämlich zurückkehren sollte in die Pokémon-Liga, kann man noch gegen den wahren Champ antreten, da der eigentliche Champfight ja wegen dem Story-Finale einfach abgebrochen wurde. Ja, aber Lauro war hier gar nicht mal so spannend. Es ist aber trotzdem in Pokémon gestorben, weil dein Gardevoir mit Seah gespielt hat und ich habe dagegen X-Bart benutzt. Die Sache ist leider, Seah war hier schon Typ Psycho vom Schaden her, obwohl es in früheren Generationen typenlos war. Dass das in Gen 5 bereits gebufft worden war und nicht erst in der 6. Generation, hatte ich einfach nicht im Kopf. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber gut, dann bin ich noch gegen die Game Freak-Mitarbeiter angetreten in Stratos City und die waren ziemlich simpel, das war aber immer noch nicht das Ende. Wenn ich auch noch besiegen wollte, und das war jetzt der Abschluss von Pokémon Schwarz 1, waren natürlich Cynthia in Ondula. Sowohl in Schwarz 1 als auch in Schwarz 2 kann man auch noch gegen die antreten und die hatte dann auch mal wieder ein volles Team und die muss man halt immer ernst nehmen. Und ich finde es ziemlich cool, dass man die hier eingebaut hat. Sie begann sofort mit einem Legi, und zwar Regirock. Ich konnte aber dort U-Turn einsetzen mit Panferno, um in Golgantis zu wechseln, und dann sah es wirklich gut aus. Golgantis war das perfekte Out für Regirock und ich konnte Erdbeben spammen, um das sehr effektiv komplett zu zerstören. Und es hat dann einfach mit Zielschuss gemissplayed und gar keinen Schaden gemacht. Und dann hat sich diese Geschichte sogar ein bisschen wiederholt. Denn es kam dann als zweites ein Sonflora rein, wo ich wieder prima in Panferno wechseln konnte. Und nachdem ich das über Akrobatik besiegt hatte, ging's weiter mit Brokkolos, was halt Regirock ziemlich ähnlich war. Ich konnte also dort wieder einfach zurückwechseln auf Golgantis und es wieder mit Erdbeben killen, ich hatte aber dann schon den halben Kampf gewonnen. Da Cynthia aber Cynthia ist und immer was killen muss, kam dann Gelatwino rein mit Eises Kälte und dort muss ich dann mal wieder opfern. Ich habe dann Golgantis hier bewusst sterben lassen, um mal nicht in Eiseskälte einwechseln zu müssen, um safe in Panferno zu kommen. Und um mich mal wieder zu disrespekten, hat Cynthia dann mal wieder einfach gar nicht Eiseskälte gedrückt, sondern nur Blizzard. Ich hätte sogar wechseln können. Das wäre aber natürlich ein Missplay gewesen und ich konnte dann mit Panferno einfach so safe killen und das vorletzte Pokémon war dann nur Hydragil, also ein reines Käfer-Pokémon. Und somit hatte mich dann nur noch ein Pokémon vom Sieg getrennt, und das war dann Banette. Ein perfektes, gefundenes Fressen für Despotar natürlich, was dann Pokémon Schwarz 1 abschließen konnte. Ich habe also Cynthia ebenfalls besiegen können. Insgesamt war Pokémon Schwarz 1 schon wirklich brutal, muss man sagen. Ich habe es aber ebenfalls im ersten Versuch der Genlock abgeschlossen, es sind aber 10 ganze Pokémon gestorben und der Death-Counter war damit bei 32. Das ist schon eine heftige Ansage. Ungefähr ein Drittel aller Genlock-Tode waren in diesem einen Spiel passiert.
Und Pokémon Schwarz 2, also die zweite Hälfte von Gen 5, hatte noch gar nicht angefangen. Aber dazu kommen wir jetzt. Pokémon Schwarz 2 ist zu Beginn des Spiels etwas gnädiger als Schwarz 1, da es nicht so viele Mini-Boss-Kämpfe auf einmal spammt. Man bekommt aber trotzdem zu Beginn nur sehr wenig Encounter und es ist immer noch bei weitem nicht einfach und sehr viel härter als Gen 1 bis 4. Ich denke, das ist klar. Das Spiel wird aber später deutlich härter als Schwarz 1 und das vor allem aus einem Grund und das ist der Hürdenmodus. Ich habe natürlich auch bei der Genlock mal wieder den Hürdenmodus verwendet, um das Ganze noch schwieriger zu machen und das ist praktisch der Hard Mode. Wenn man das einschaltet, sind die Gegner besser gelevelt, sie haben stellenweise mehr Pokémon oder sie tragen sogar Competitive Items, wie halt Lebenorb oder Überreste oder sogar sowas wie Walschal. Die Gegner können da wirklich brutal sein und ich find's wunderbar, dass dieser Hard Mode existiert. Ganz wichtig beim Randomizer, errechnen sich die Level-Up-Move-Pools der gegnerischen Pokémon an den Leveln aus dem Normal-Mode, die sind aber trotzdem auf dem Level vom Hürdenmodus, was die Stärke angeht. Es kann einen stellenweise mal ein bisschen verwirren und man kann da sehr leicht Misplays machen, aber da muss man halt vorsichtig sein. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit Schwarz 2 und gehen in die zweite Hälfte von der fünften Generation mit bisher 32 Toten insgesamt. Und ich war an dem Punkt wirklich kurz davor, im ersten Versuch der Genlock den 3DS zu erreichen. Und damit auch die sechste Generation. Auch hier war mal wieder die Starterwahl ziemlich entscheidend, da man halt zu Beginn des Spiels nicht viele Pokémon bekommt und ich hatte dann folgendes zur Auswahl. Gelatwino, Wablu und Wurmbol. Zwei erbärmliche Basis-Pokémon und ein reiner Ice-Type. Das waren keine guten Aussichten. Ich sag nicht, dass Gelatwino unspielbar ist und Eis ist ja offensiv durchaus ein guter Typ, aber auf der defensiven Seite ist es halt eine Katastrophe für Nuzlocke. Aber zumindest war es voll entwickelt. Und nachdem ich dann ein weiteres Mal meinen Startrivalen besiegt hatte, der dieses Mal in Otaru gespielt hat, also tatsächlich einen Gen 5 Starter, konnte ich drei weitere Pokémon einfangen, um mich auf die erste Arena vorzubereiten. Und das waren dann diese drei hier. Tangolos, Litonit und Tauboga. Ich habe hier ernsthaft zwei unterentwickelte Pokémon bekommen und nur einen guten Encounter. Das hat unglaublich wehgetan, da ja bereits der Starter nicht so krass war. Ich meine, Tangolos ist prima, keine Frage. Das ist ein reines Pflanzen-Pokémon mit unglaublich großem Bulk auf physischer Seite. Das spiele ich wirklich gerne, vor allem in Gen 5 Nuzlocke, also da hatte es sich schon einige Male bei mir bewiesen in Challenges. Aber die anderen Encounter waren grauenvoll. Immerhin hat aber dann der Rivale am Dausinghof nur in Granbull gespielt, was ich ohne Probleme mit Tangolos besiegen konnte, aber dann ging es halt sofort zu Sharon in die Normalarena. Und der spielt hier sofort durch den Hürdenmodus einfach drei Pokémon, also hatte ich jetzt ein 4 gegen 3 zu erwarten, was potenziell jetzt schon wieder einfach die gesamte Genlock beenden konnte. Es kommt zum Kampf gegen Sharon in der ersten Arena. Und sein Karipass. Okay, Karipass mal 4 Schwäche gegen Pflanze, ist gut für uns. Der sollte eigentlich nichts tun können. Wir gehen in Florian. Die Walzer-Chain wird nicht genug Zeit haben, um brutal zu werden. Aber natürlich probiert er sie. Man kann es ja mal versuchen, ne? Ich kill hier auch. Ich denke, es ist besser so. Weg mit dir. Pandir! Okay. Uproar ist relativ stark. Ich gehe erstmal in Finn. Okay, das war eine ganze Menge Damage. Wir machen Felswurf. Wir sind schneller als Pandir. Ich bin möglicherweise in Crit-Range, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ich mache noch einen Felswurf. 1, 2, 3, ja, noch ein Stück, 4, passt. Aufruhr. Ich denke, ich wechsle ins Eis. Ich denke, ich wechsle ins Eis. Wie viel heilt der Trank? 20 KP. Das Pandi wird definitiv nicht Full Life sein. Ja, vielleicht reicht ja der Eissturm. Eisspeer lasse ich jetzt mal. Ja, perfekt. Wunderschön. Gut gespielt.
Lol, Doppel-Karipas. Nochmal Walzer. Ja, aber nochmal Walzer ist nicht gruselig, ne? Ich hoffe, es ist nicht gruselig. Zweimal Rankenhieb killt vermutlich wieder. Wobei es höher gelevelt, ne? Absorber. Okay, Protect. Oh, der kann bis zum Clinchen jetzt. Das haben wir ziemlich sicher. Es kommt noch eine Beere. Jetzt müsste Rankenhieb reichen. Und erledigt. Damit besiegen wir Sharon und haben auch bei Schwarz 2 den ersten Orden geschafft. Ich musste hier einfach ernsthaft zweimal Karipas bekämpfen mit Tangulos im Team. Ich hatte unglaublich großes Glück. Hätte das Walzer gespammt gegen mein Team, ohne dass ich Tangulos gehabt hätte, hätte ich gar nichts machen können. Das Ding hätte mich in der Luft zerrissen und ich hätte einfach die Genlock verloren in der ersten Arena von Schwarz 2. Ich hatte aber das perfekte Out und es ist einfach gar nichts draufgegangen. Ich durfte aber dann leider auf dem Weg zur zweiten Arena auch nur ein weiteres Pokémon einfangen und dann kam sofort der nächste Boss. Und welches Pokémon war das dann? Ja, natürlich Klingplim, was auch sonst. Ein unglaublich schlechtes Pokémon, was ich zwar direkt zu Palimpalim machen konnte, aber das ist wohl eines der erbärmlichsten Psycho-Pokémon, die jemals existiert haben. Absolute Pokédex-Verschwendung. Aber damit musste ich jetzt weitermachen. Und somit stand ich dann mit insgesamt nur 5 Pokémon vor Mika, die ebenfalls 3 Pokémon gespielt hat. Normalerweise eine Gift-Arena-Leiterin und ich wusste halt, dass ich nicht ewig so viel Glück haben werde, wie in der Arena von Sharon, weil das war schon wirklich unwahrscheinlich. Mika ist die Arena-Leiterin Nummer 2 mit Amoroso. Boah, die Wassergesteins-Pokémon haben aber richtig Lust gerade. Meinen Tag zu ruinieren. Dieses Tangulos war der wichtigste Catch meines ganzen Lebens. Rein da. Und wir gehen auf Rankenhieb erstmal. Weil mehr Damage. Wie viel Schaden machen wir? Würde jetzt Absorber reichen? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht riskieren. Ich muss für Damage pushen. Ich glaube, das macht mehr Schaden mit dem nächsten Balzer. Gut, Florian ist ein bisschen schlecht zugerichtet, aber an sich passt das. Austoss. Physisch-defensives Monster. Ehrlich gesagt habe ich gegen Austoss mit Aurora Beam hier echt kein tolles Matchup. Ich könnte in Sven gehen und Aufruhr einsetzen. Das wäre speziell, ja, das wäre an sich was. Ich glaube, ich gebe aber erstmal Finn die Chance. Nicht so angenehm. Tangulos hat auf jeden Fall gar keinen Bock auf den Aurora Beam. Boah, aber Finn auch nicht. 25 Damage. Ich bin Range-Kill, ich muss raus. Das war leider 2-3 Damage weniger und es wäre echt gut gewesen. Dann wiederum kann ich mir den Switch leisten. Es kommt noch ein Pokémon. Mir gefällt die Option eines Wechselns nicht so sehr. Auch wenn es blöd klingt. Wenn wir nämlich geschwächt werden auf Sven und der nächste Gegner ist ein Problem, habe ich kein wirklich gutes Pokémon mehr, was nicht komplett weggechippt ist. Das heißt, ich würde hier gerne ein bisschen Schaden rauskriegen. Felswurf sogar. Okay, Protect ist erstmal irrelevant. Wir hätten switchen können. Aber ist halt nicht garantiert, weil er Kill Range sehen könnte. Low Range. Boah, okay. 1, 2. Das alles für das bisschen Damage, okay. Fünfer-Chain wäre schon schmackhaft gewesen. Ich muss jetzt ins Van gehen. Es kommt Dornkanone, weil er... Ja gut, weil er Killrange gesehen hat damit auch. Wir machen Aufruhr. Austausch hat keine Spezialverteidigung, also sollte Aufruhr guten Schaden machen, aber es ist halt ein Kack-Move. Ach nee, auch noch Superschall jetzt. Die spammt natürlich auch Tränke. Ein weiterer Grund, warum Auswechseln, glaube ich, nicht gut gewesen wäre. Ich kann natürlich auch in Clara gehen und Konfusion einsetzen. Das wäre auch speziell, aber das wird das Problem nicht lösen. Wir haben ein riesiges Problem gerade. Ich muss weitermachen. Ich habe keinen Switch in.
Selbst verletzt. Okay, jetzt wird's zu gefährlich. Ich muss jetzt was opfern, damit die Verwirrung weggeht. Das war's für Finn. Alles andere wäre Selbstmord. Ich muss jetzt sehr, sehr kritisch spielen. Das sieht gar nicht gut aus gerade. Aurora Beam. Okay, das Opfer war leider absolut notwendig. Wir machen jetzt weiter mit Aufruhr. Bitte. Dieses Austausch muss unbedingt weg. Okay, kein weiterer Superschall. Huge. Er macht Protect. Wir beruhigen uns. Wenn ich in Return gehe, könnte reichen. Und dann würden wir nicht in der Aufruhr stehen bei Unbekannt, was dann Sven umbringt, was mit mein bestes Pokémon ist. Wenn ich mich jetzt in die Aufruhr locke und das letzte Pokémon tötet mein Eis, habe ich fast kein Team mehr. Dann stirbt die Challenge. Ich muss hier Return riskieren, okay. Bitte töte. Bitte töte, maximale Zuneigung. Es reicht nicht. Okay, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Falls jetzt eine weitere Potion kommt, wäre Aufruhr besser. Aber selbst wenn er sich voll heilt, kann ich immer noch für Aufruhr gehen. Es ist dann nicht verloren. Also gehe ich jetzt für Return. Und wir killen. Richtiges Play. Gut. Damit sind wir nicht gelockt beim nächsten Pokémon. Schluck weg. Tanky, aber wir haben Palimpalim theoretisch. Amnesia, Sludge, Poison Gas und Yawn. Ein Monster. Ach du Scheiße. Wenn der Amnesie macht, macht Clara keinen Strich Damage mehr. Und in dem Fall wird Steffi das Clara out, also müssen wir Steffi preserven und Clara nutzen, solange die Amnesie noch nicht da ist. Wir müssen das Maximale rausholen aus Clara jetzt, bevor die Amnesien droppen. Der kann so eskalieren jetzt. Schlammbart natürlich. Oh, es tut so weh, das wird so weh tun. Konfusion für Damage. Mach was. Oh, das war guter Chip-Damage. Es kommt die Giftwolke. Die war ein sehr ekliger Move. Weil jetzt bin ich Range mit Schlammbart. Ich denke, ich muss hier die Range riskieren. Kann sein, dass hier Palimpalim stirbt. Ich crit sowieso. Oh, reicht das? Das reicht. Clara ist tot. Katastrophe, Steffi. Das Gute ist, Steffi hat hier Return und wird damit den Orden abschließen, aber das waren herbe Verluste. Das waren herbe Verluste. So früh im Spiel nur vollentwickelte Gegner ist mal wieder der reine Betrug natürlich. Aber zumindest kein Überlegi. Ein bisschen weniger Damage und Palimpalim hätte gelebt. Und erneut wäre die Genlog fast gescheitert. Dieses Austors war praktisch übermächtig. Die krasse physische Defense kombiniert mit der Early Game Ice Coverage, die sogar speziell war gegen mein Tangolos, das wäre fast zu viel gewesen. Und dann halt auch noch Schluckwelch, wo ich ein weiteres Pokémon opfern musste, um irgendwie safe zu gehen. Ich habe hier einfach zwei meiner fünf Pokémon verloren und wir kommen zu 34 Toten insgesamt. Das war mal wieder extrem gefährlich. Und wenn hier statt Schluckwelch noch ein Legi gekommen wäre, dann hätte ich ziemlich sicher verloren. Aber hey, nachdem ich dann einige Rüpel besiegt hatte von Team Plasma, die nicht wirklich stark waren, durfte ich ja rund um Stratos City vor der dritten Arena dann nochmal einige Pokémon encountern. Und das war sogar eine richtige Encounterwelle mit insgesamt vier neuen Teammitgliedern. Ich habe aber dort dann einfach Mashok bekommen, Panikon, Zerpifeu und Luminion. Was war das bitte wieder für eine Encounterwelle? Ich meine, Mashok konnte ich nicht weiterentwickeln, da das eine Tauschentwicklung ist, also wusste ich, dass ich Machomai nicht spielen werde. Ja, und Zerpifeu kann man zwar später zu Zerpiroyal machen, was ein relativ guter Pflanzenstarter ist, aber halt erst auf deutlich späteren Leveln. Also war das einzige wirklich Gute an dem Punkt eigentlich Luminion, weil ich damit zumindest ein Wasser-Pokémon hatte und das ist für Nuzlocke immer gut. Es war aber eines der schlechtesten Wasser-Pokémon. Ich musste also dann mit einem immer noch sehr schlechten Team gegen Arti antreten und der hatte dann bereits vier Pokémon. Der Hürdenmodus war wirklich nicht einfach. Zum Glück hatte der aber ebenfalls ein Tangulos und ich hatte mein Eis vorne. Und mit Gelatwino konnte ich dann Tangulos sehr effektiv angreifen und überraschend schnell besiegen.
Wie gesagt, Tangelos will wirklich keine speziellen Attacken tanken müssen, denn das funktioniert einfach nicht. Und dann kamen noch weitere, ziemlich dankbare Matchups rein. Denn es ging dann weiter mit Stoll Junior, was ich über Mashok einfach komplett zerstören konnte. Und dann kam auch noch Krakelo als drittes Pokémon, ebenfalls mit einer fetten Kampfschwäche. Und Arti hat dann sogar einen Trank verballert bei Krakelo, was das Ganze noch besser gemacht hat. Wo es aber dann doch nochmal ein bisschen spannend wurde, war bei seinem Vipitis, weil das hat Angeberei verwendet. Und ich habe zwar zunächst mal mit Mashok treffen können über Rückkehr, um das fast zu one-shotten, aber dann habe ich mich später selbst verletzt. Und dann wollte ich rüberwechseln auf Tauboga, um den Kampf zu Ende zu bringen, aber Tauboga hat hier so viel Schaden genommen, dass es fast hätte weggekrittet werden können. Das Ding ist wirklich nicht gut gewesen. Aber zumindest habe ich dann Vipitis outspeeden können, um Arti zu besiegen. Nach Arti wurde es aber dann ein bisschen angenehmer. Denn ich musste dann zunächst mal noch gegen Akromas kämpfen in Stratos City, der aber dort nur zwei Pokémon spielt. Und dann durfte ich 5 weitere Pokémon einfangen und die Encounterwelle war dann ziemlich interessant. Ich habe hier diese 5 gefunden und natürlich waren da auch mal wieder einige frustrierende Encounter dabei, denn Knackleon beispielsweise hätte ich erst auf Level 45 zu Libeldra machen können, was erst deutlich später im Run möglich wäre, und Duodino entwickelt sich erst auf Level 64 zu Trikefalo, eines der besten Pokémon aus Gen 5, aber wer dachte sich, das wäre ein sinnvolles Entwicklungslevel bei Game Freak? Was mich aber sehr gefreut hat, waren Hypno und Rabautz. Denn Hypno war zumindest voll entwickelt und Rabautz konnte ich hier bereits auf Level 20 zu Kikli weiterentwickeln und das ist die beste Entwicklung von Rabautz. Kikli war hier schon ziemlich stark und es konnte sogar bereits Turmkicker lernen, um mit Stab extrem gut anzugreifen. Und dann bin ich damit gegen Camilla angetreten bei der 4. Arena und hatte eine extrem gute Zeit. Denn Camilla war jetzt die letzte Bossgegnerin, die theoretisch noch unterentwickelte Pokémon haben konnte, weil die auf der Grenze war von Level 30. Und das ist dann auch passiert. Und danach kamen dann die Arenen mal wieder, auch ziemlich Schlag auf Schlag. Ich durfte dann noch 2 weitere Pokémon encountern, und zwar in dem Fall Teddiursa und Aquana. Und besonders Aquana hat mich mal wieder besonders gefreut, weil es halt deutlich spielstärker war als Dumidion und es ist halt extrem bulky. Ja, und dann kam auch schon Turner in der 5. Arena, der dann wieder 4 Pokémon gespielt hat. Das war dann aber wie gesagt der erste Bossgegner, der nur noch voll entwickelte Pokémon gespielt hat. Und dementsprechend wurde dann der Hürdenmodus nochmal deutlich anspruchsvoller. Turner hat jetzt zum ersten Mal wirklich voll entwickelte Pokémon. Oh, das ist ein schöner Start. Der könnte die Fähigkeit haben, durch die wir verbrannt werden, ne? Passiert nicht, okay. Kinoso. Boah, ich werde alle so ehrenlos in den Staub treten, ne? Ich werde die alle so ehrenlos in den Staub treten. Nächster. Lol. Cringe, okay. Das war sehr unwahrscheinlich. Sorgensamen. Wir gehen in Return Spam. Ich denke nicht, dass sich Giftbruder hier lohnt. Alter, machst du Damage, holy shit. Und ich mach gar keinen Schaden, cool. Kinoso ist krass. Lettertanz. Junge, es outplayt dich komplett, es hat mir Insomnia gegeben. Wir gehen in Husti, dieser Kampf läuft sowas von nicht wie erwartet. An Insomnia habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, Sorgensam, verschwendeter Zug. Nicht weiter drüber nachgedacht, das war natürlich dumm. So, wieder normales Kinoso. Wie sie es auch gehört. Wir gehen rüber auf Sven oder auf Hans. Es kommt Sunny Day, da kann ich Fire Punch drücken. Verwirrung. Er wird sich kein einziges Mal selbst verletzen. Natürlich wird er es nicht tun. Wenn ich einen Fehler hier mache, wird sofort exploited von der KI. Fire Punch. Ich hab's euch gesagt, es kommt keine Selbstverletzung. Weg. Volltreffer war irrelevant. Ich denke, ehrlich gesagt, hätte ich mit Tangelos getroffen, wäre es fast schlimmer geworden. Ein zweites Mal, weil dann wäre er in Heal Range gelandet. Vielleicht war das Insomnia-Misplay gar nicht so schlecht für mich letztlich. Rabigator. Jetzt kommt Moxie Rabigator
um mich komplett in den Staub zu treten. Bedroher. Okay, kein Moxie, aber Bedroher ist halt auch cool. In der Sonne, das heißt, Alessandra ist Müll. Florian ist vorbelastet. Dick, Crunch, Swagger und Embargo. Warum immer Swagger? Okay, das könnte unangenehm werden, wenn er jetzt perfekt spielt. Wir gehen in Husti und ich predikte erstmal Knirscher. Verteidigungsdrop. Vermutlich kommt Angeberei. Wir haben einen gratis Hit und der sollte dann wohl Return sein, I guess. Wenn er Swagger macht. Er macht Knirscher einfach weiter. Okay, das ist extrem weird. Ja gut, wenn er so weird spielt, dann muss ich wohl in Alessandra gehen. Die kann am besten noch hier helfen. Das ist kein guter Fight. Itemsperre. Oh lol, okay. Problem ist halt, dass der mich wieder mit Angeberei ausbieten wird halt, ne? Okay, Glück gehabt. Abigator ist echt kein schöner Gegner. Will man nicht sehen. Skelabra. Jetzt ist mein Wasser-Pokémon verwirrt. Ich denke, es ist nicht klug, hier einfach anzugreifen. Hans hat keinen großen Mehrwert fürs Team. Und Würde-Spam in der bereits vorhandenen Verwirrung ist sehr risky. Weil mein restliches Team gegen Skelabra nicht kämpfen kann. Okay, Hans hat Möglichkeiten, sich ans Leben zu klammern. Probier's. Okay. Ist in Ordnung. Den Tod nehmen wir. Da haben meine Misplays auch nicht wirklich gemattert. Das heißt, Misplays, ein Misplay. Alessandra. Wir wären in derselben Situation. Vielleicht sogar noch schlimmer. Aquabelle. Jetzt kommt der Confuse Ray, aber jetzt musst du ihn erstmal rauslegen. Das ist der Unterschied. Wenn jetzt die ultimative Verarsche kommt, sind wir tot. Maybe. Okay, wir treffen durch die Verwirrung Lucky. Ja, das ist eben nicht One-Shot. Ich krieg selbst eine Verwirrung. Genau das meine ich. Ein, zwei Verletzungen und Alessandra stirbt einfach. Aber jetzt ist irgendwann das Ding ins Leere, ne? Die Verwirrung und er ist auch verwirrt. Ist er tot? Nee. Okay, wir sind über dem Berg. Ein, zwei mehr Selbstverletzungen und das wäre echt unangenehm geworden. Krasser Fight, also Turner ist schon stark gewesen. Selbst ohne das Insomnia-Misplay, es hat ehrlich gesagt auch nicht viel geändert. Turner war ein wirklich starker Bossgegner. Und wenn dieses Skelabra noch ein bisschen mehr mit der Verwirrung ausgerastet wäre, hätte ich hier noch mehr Pokémon verlieren können. In dem Fall ist allerdings zumindest nur Hypno gestorben, was ja nicht ultra spielstark war. Aber der Todescounter ist ja trotzdem dadurch zumindest nochmal ins Hoch gegangen. Ja, und was mich halt auch frustriert hat, war der Miss von Kikli. Turmkick ist ein extrem starker Move, keine Frage, und sehr, sehr gut in Nuzlocks. Aber wenn die Attacke mal missen sollte, nimmt man halt wirklich 50% Recoil Damage und sobald das passiert, ist Kikli in vielen Fällen einfach tot. Aber das war mir hier zumindest erspart geblieben. Wenigstens durfte ich aber dann auf dem Weg zu Geraldine nochmal 4 Pokémon fangen und das waren dann diese hier. Ich habe Chillast bekommen, Ibitak, Waschakwill und Jurob. Und ich muss sagen, die Ausbeute war nicht so toll. Shelterra ist an sich ein sehr guter Pflanzenstarter, aber Tangulos war einfach das deutlich spielstärkere Pokémon, also habe ich das nicht wirklich benötigt, um ehrlich zu sein. Waschakwill lernt leider praktisch gar nichts in Gen 5, also hat das riesige Moveset-Probleme gehabt. Ja, und Jurob habe ich tatsächlich als Yugong dann aktiv gespielt, aber es hätte halt noch deutlich bessere Wasser-Pokémon gegeben. Aber dadurch, dass ich halt sehr gerne bei Nuzlocke 2 Wasser-Pokémon auf einmal spiele, weil das Typing dermaßen gut ist, konnte ich das halt ganz gut benutzen. Und somit bin ich dann mit einem halbwegs gestärkten Team zu Geraldine gegangen und das ist normalerweise die Flugarena-Leiterin, ebenfalls mal wieder mit 4 Pokémon. Dort hatte ich aber großes Glück mit den Matchups. Denn ich konnte bei Geraldine sofort Despotar one-shotten über Turmkick, was Gott sei Dank nicht gemisst hat, und dann kam Cresselia rein. Ebenfalls kein schlechtes Pokémon, ich konnte aber das neutral angreifen mit Rückkehr und ich habe sogar später einen Crit bekommen. Und Cresselia hatte zwar mit Seer eine Psycho-Attacke, aber die schlägt halt erst nach einer Weile ein.
Und dann konnte ich einfach Safe Duodino einwechseln, was ich für die Psychoimmunität einfach aktiv gespielt hatte. Und deswegen habe ich dann durch Seja überhaupt keinen Schaden genommen und ich hatte eine ziemlich gute Zeit. Und Duodino hatte sogar bereits Knirscher. Und die drittes Pokémon war dann Knogger. Und dort konnte ich einfach Safe Tangulos einwechseln, was eine unglaublich gute physische Defense hat, um das Ding sehr effektiv zu outen. Ja, und dann war ich auch schon bei ihrem letzten Pokémon, aber das war dann nur noch Schlurpleck, was halt nichts gegen mich tun konnte. Und ich habe da dann einfach Samenbomben gekrittet, dann den Trank predicted, bin in Kikli gewechselt und habe das Ding mit Turmkick wieder besiegt, was erneut erfolgreich getroffen hat. Nach der Arena wurde es aber dann wieder etwas frustrierender. Denn ich habe dann als zwei weitere Encounter Nuglasiola und Vipites gefunden, die ich beide ganz sicher nicht spielen wollte. Und da musste ich einen Doppelkampf machen zusammen mit Bell in der Höhle gegen zwei Random-Trainer. Und das ist bereits bei One Pokémon Runs immer wieder ein großes Problem, weil Bell halt stellenweise nur Blödsinn zusammenspielt und in meinem Randomizer hatte die auch zufällige Pokémon. Und so kam es dann, dass die hier einfach nur ein Pixie hatte, was praktisch nur an sich gedacht hat. Es kann natürlich Komprimator und theoretisch dann Gesang einsetzen, um Gegner einzuschläfern, aber glaubt ihr, Bell hat das versucht? Nein, natürlich nicht so wirklich. Ja, und ich habe hier zunächst mal gegen Piondragi und Dumisel gekämpft und Dumisel ist eigentlich nicht so gefährlich, aber das hatte leider Risikotackle drauf mit 120er Basisstärke und hat dann erstmal mein Kikli rausgegruselt und dann bin ich in Usering reingegangen, was ich random als Normaltank gespielt hatte, da ich halt kein so sinnvolles sechstes Teammitglied hatte. Aber nachdem ich dann Piondragi besiegt hatte, kam einfach Crit-Risikotackle von Dumisel und hat Usering gekillt. Das war einer der unnötigsten Tode überhaupt, aber 120er Basebit Step macht halt auch bei Dumisel durchaus Damage. Aber naja, der Rest dieses Kampfes lief dann zumindest ziemlich gut ab, denn es kamen dann nur noch Visenior und Ramoth rein. Und Ramoth ist zwar theoretisch auch ein Monster in Gen 5, aber das bekommt sein krasses Moveset erst auf deutlich höheren Leveln und dementsprechend war das hier noch keine große Gefahr. Aber wie gesagt, Bell hat hier kaum helfen können und deswegen sind halt solche Doppelkämpfe hier immer ein bisschen gefährlich. Als ich aber dann nach der Höhle nur einmal encountern durfte und nur Funpie gefunden habe, was man zwar zu Donphan machen kann, aber das hat halt kein gutes Moveset, habe ich mich dazu entschieden, für den Moment einfach Waschakwild zu spielen, was immerhin ganz okay war. Und dann bin ich gegen meinen Rivalen angetreten in Ondula, aber das ist auch mal wieder kein so krasser Bossgegner, weil er hier nur drei Pokémon spielt. Nach dem Rivalen kommen aber dann nochmal einige Routen, wo man weiter encountern kann, ohne wirklich viele Pflichtkämpfe oder so. Und dort habe ich dann diese vier Pokémon noch bekommen und da war wieder einiges wirklich Gutes dabei, kann man nicht anders sagen. Besonders Atmurai und Despota haben mich mal wieder gefreut. Atmurai ist der Wasserstarter der fünften Generation, der vielleicht meistens ein bisschen enttäuschend ist, aber naja, es ist halt ein reines Wasser-Pokémon, das ist immer für Nuzlocke relativ spielstark. Und Despota freut einen halt immer so ein bisschen, wenn man es sieht. Und ja, auch hier war wieder der Sandsturm nervig, aber ich habe es in dem Fall sofort in mein Team genommen. Und es war hier halt mega angenehm, nicht Lavita gefunden zu haben, sondern direkt die vollentwickelte Form. Denn die Levelkurve springt dann zwar ein ganzes Stück auf dem Weg zu Lysander, weil man halt so viele Routen bis dahin durchspielen muss, aber Lysander hat halt auch nur Pokémon im 50er Bereich und Despota wäre ansonsten erst auf Level 55 möglich gewesen. So konnte ich aber mit Despota dann gegen Lysander antreten und der hat dann wieder vier Pokémon gespielt, die langsam wirklich gute Movesets hatten. Er begann mit einem Quappo, was ich erstmal flinchen lassen konnte über Mogelhieb, aber Quappo hatte Wuchtschlag mit 100er Basisstärke und einer sicheren Verwirrung, wenn es treffen sollte. Ich bin also lieber sofort rüber gewechselt auf Tangulos, um mal wieder physisch halt so viel wie möglich wegstecken zu können und da wurde ich zwar getroffen von Wuchtschlag, aber die Verwirrung hat ausnahmsweise mal nicht gemattert. Ich konnte also mit Samenbomben dann sehr effektiv angreifen und dann später mit Gigasauger nachsetzen und die Verwirrung hat wieder nicht gemattert. Das war mal ziemlich angenehm. Danach konnte ich aber sehr dankbar dafür sein, Despota gefunden zu haben. Denn es ging dann weiter mit Fletiamo, was hier eiskalt über Call Mind setupen wollte, um halt stärker und defensiver zu werden, aber Despota war halt dagegen der Hardcounter, da ich damit immun war gegen Psycho-Attacken und Flug konnte ich auch resistieren. Und mit Despota konnte ich Fletiamo dann physisch one-shotten, Lysander hatte aber noch ein gutes Pokémon und das war dann Dragoran. Und das hatte einfach Nassschweif random als Level-Up-Move gegen Despota, ich musste also dann vorsichtig rüberwechseln auf Aquana, aber da hatte ich zumindest Aurora Beam drauf. Und damit konnte ich dann vierfach effektiv angreifen, was Dragoran selbstverständlich nicht im Ansatz one-shotten konnte, aber es hat immerhin zum Two-Shot gereicht.
Ich habe also den Drachen von Lysander besiegen können, der sehr gut zu ihm gepasst hat, aber dann kam auch noch Luminion. Und das wurde dann ein bisschen nervig, weil es halt recht viel Leben hatte. Ich konnte es aber mit Aquana ein bisschen anchippen und dann konnte ich, obwohl Luminion Kehrtwende hatte, also eine Käferattacke, einfach safe wieder in Tangulos wechseln, was einfach wenig davon zu befürchten hatte. Und damit habe ich dann Luminion gefinisht, um den 7. Orden zu holen und das auch ohne Verluste. Mit einem deutlich schlechteren Team wäre die Arena aber gar nicht mal so einfach gewesen. Und ich muss schon sagen, ich war an dem Punkt dann ziemlich zufrieden mit meinem Team. Ich durfte aber dann auf dem Weg zur 8. Arena noch 4 weitere Male encountern und ich habe dann auch noch das hier gefunden. Auch hier war mal wieder ziemlich viel Blödsinn dabei, wie halt Barschuft oder Schalocco, aber Draschel war halt wunderbar. Die Levelkurve hatte halt wie gesagt bereits längst Level 50 erreicht, also konnte ich dann einfach Botalander spielen, eines der besten Pokémon überhaupt, die in meinem Ruleset erlaubt waren, sogar mit der Fähigkeit Bedroher. Und damit war mein Team dann einfach noch besser. Und als ich dann auch noch Benson zerstört hatte, den letzten Arenaleiter, weil sein bestes Pokémon Latios war, was von Despota zerfetzt wurde, dachte ich eigentlich, dass ich jetzt eine sehr, sehr gute Zeit haben würde. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass die nächsten paar Bossgegner dann doch nicht so simpel waren. Denn daraufhin ging dann ohne weitere Encounter einfach das Story-Finale von Team Plasma los, dieses Mal nicht mitten in der Pokémon-Liga, sondern kurz davor. Und dort muss ich dann zunächst mal gegen Akromas kämpfen und das war noch nicht mal der Hauptboss vom Story-Finale, danach kommt auch noch Getzes. Es kam mir aber zunächst mal so vor, als ob Akromas hier halt kein so heftiges Team hat. Er begann nämlich mit einem Gyarados mit Drachentanz, was erstmal gruselig aussieht, aber das hatte auf dem Level keine physischen Attacken mehr. Es hat sich also in Drachentanz praktisch nur rein verrannt und ich konnte safe in Yugong wechseln, so Sachen wie Hyperbeam einfach easy wegstecken und dann habe ich das Gyarados einfach neutral mit Eisattacken besiegt. Und danach kamen fürs Erste nur noch Loser rein. Ich konnte dann erstmal noch einen Xatubon shotten über Eisstrahl, was halt eine fette Eisschwäche hatte und dann kam auch noch Visenior. Eines der schlechtesten Normal-Pokémon überhaupt aus Gen 2, was ich perfekt über Despota wallen konnte, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Aber das vierte Pokémon von Akromas hat mich dann ein bisschen überrascht, denn dann kam einfach Kyurem. Und dort konnte ich dann wirklich dankbar dafür sein, halt Despota gefangen zu haben, weil das war ein gutes Out dagegen. Mein restliches Team hätte dagegen große Probleme gehabt, aber es ist auch gleichzeitig mega lustig. Kyurem ist halt drin in der Plasma-Fregatte und dass es hier wirklich als Legi kam bei Akromas, ist ein mega witziger Zufall. Mit Steinhagel habe ich aber dann irgendwann getroffen mit Despota und zusammen mit Sandsturm Kyurem gekillt, an potenziellen Tränken vorbei, das lief ziemlich gut. Unser letztes Pokémon war dann zwar Galagladi, aber das hatte auf dem Level keine guten Kampfattacken, also konnte ich dann einfach drin bleiben. Ich habe also auch Akromas ohne Verluste besiegt, aber mit einem anderen Team hätte das Kyurem komplett eskalieren können. Tja, und das alles war halt nur das Vorgeplänkel auf das wahre Finale von Team Plasma. Bevor ich aber dann gegen Getzes antreten konnte, musste ich auch noch gegen Kyurem Black gewinnen. Und das Krasse ist halt, man muss hier zunächst mal gegen Kyurem Black gewinnen und dann werden zwar die Pokémon geheilt, aber halt nicht wiederbelebt bei einer Nuzlocke und dann muss man gegen Getzes antreten, der dann ein volles Team spielt. Ich musste also zunächst mal das Überlegi besiegen, am besten ohne Verluste. Der Kampf gegen Kyurem Black, der kann natürlich blöd laufen, wenn Kyurem wirklich genial spielt. Aber mal gucken. Mogelieb ist erstmal free. So, dann gehen wir erstmal auf Bianca für den Bedroher und gucken, was er einsetzt. Kreuzdonner. Okay, er hat perfekt gespielt. Jetzt Crit und wir haben ein Problem. Ich dachte, wir wären tot. Okay. Jetzt sieht es ganz schlecht aus, muss ich sagen, weil wenn er jetzt nochmal Kreuzdonner macht. Aua. Wir müssten ziemlich sicher outspeeden, von daher gehe ich hier auf Roost. Die Chance, dass Brutalander das hier im Griff hat, ist relativ hoch. Außer er spielt perfekt. Dann muss ich wechseln. Ich sollte die Chance ergreifen. Dragon Pulse. Kreuzdonner Crit und ich bin tot. Frostvolt. Okay, jetzt müsste ich wechseln, aber er hat keine Zeit mehr. Weg. Okay, wir haben es geschafft. Krass, er hat wirklich alles gegeben. Er hat alles gegeben.
Junge, dieses Kyurem Black hat wirklich alles gegeben. Das hat halt wirklich die KI von einem wilden Pokémon, aber es kam Kreuzdonner auf Brutalander, sogar mit Crit. Ich habe aber dort zum Glück kein Pokémon verloren und da wurde ich halt von Trainer N geheilt, um gegen Getsis zu kämpfen. Und der hatte dann wie gesagt ein volles Team, also ist das einer der schwersten Kämpfe im ganzen Hürdenmodus. Nach dem Kyurem Black kommt jetzt Getsis mit einem vollen Team, 6 gegen 6. Und einem Smetbo. Wir können Feuerfegern. 1-0. Okay, perfekter Start. Damit ist es nur noch ein 5 gegen 6. Elfun ist das nächste. Wir sollten bei Hurricane auf jeden Fall in Sabo gehen. Er ist das beste Play. Da ist der Hurricane. Er trifft. Kikli wäre wahrscheinlich down gewesen. Und er bekommt die Verwirrung sofort. Okay, unlucky. In dem Fall gehen wir, denke ich, rüber in Bianca und drücken Fliegen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Tailwind, okay. Er will den Speed. Wir gehen auf Fly. Jetzt kommt der Orkan. Verwirrung, Alter. Okay, jetzt werde ich verarscht. Ja, das Fliegen wird leider nicht durchgehen, verdammt. Oh. Okay. Orkan trifft in der Luft, stimmt. Aber okay, wir haben eigentlich nicht wirklich was zu befürchten gehabt. Mit Crit und Sandsturm wäre es wohl knapp geworden, I guess. Aber wie wahrscheinlich ist das? Makago! Makago hat Shell Smash, den müssen wir ernst nehmen. Ja, da ist Brutalander damit mehr oder weniger raus. Jetzt kommt Amnesie. Die Amnesie wird ihm nichts bringen, der ist tot. Er ist nicht tot. Krass, okay. Jetzt mit Shell Smash wird er kaum was outspeeden. Ja, es geht mehr ums mehrfache Shell Smashen, ne? Wenn wir ihm ganz viel Zeit geben würden. Makago hat gegen doppelt Wasser natürlich keine Chance. Ist auch kein starker Gegner. Was haben wir noch? Rihornior. Da muss ich die Chance ergreifen. Surfer. Alessandra kann hier ein bisschen was wegspülen noch. Wunderschön. Da reicht auch der Sandsturm nicht. Gott. Hallo. Wir haben kein Out. Es gibt kein Out. Okay, wie bringen wir den um? Ich kann niemals Ralf einwechseln. Das ist kein Out und der wird mich einfach töten. Man kann Gott nicht wirklich outen, leider. Ich werde jetzt hier versuchen, die Maronbeere zu triggern, um auf etwas besserem Leben zu sein. Es kommt Extreme Speed. Puh, macht der Damage. Der Sandsturm wird ein bisschen helfen. Wir gehen auf Surfer. Turbo-Tempo. Erholung können wir uns an dem Punkt sparen. Als nächstes gehen wir rüber in Walter. Das ist sehr ernst. Turbo-Tempo. Gott, das ist so stark. Ich hau den doch einfach nur in eine Top-Genesung. Mehr mache ich hier nicht. Okay, mein einziges Play, was ich habe, ist hier auf Erholung zu drücken. Wenn ich jetzt Surfer mache, riskiere ich nur die Heal Range. Okay. Selbes Problem, wenn ich Surfer mache, kommt die Heal Range. Ich muss sterben. Wenn er einen Trank nimmt, bin ich Game Over. Erholung. Turbo-Tempo ist leer. Jetzt wird Kikli mit seiner recht guten Spezialverteidigung einen Hit überleben und töten. Und Yugong wird hier geopfert, I guess. Schallwelle bringt mich um. Ist okay. Er kommt in die Heal Range, aber Ralf kommt. Wir machen hier keinen Mogelhieb wegen Tränken, Turmkick. Er spielt keine Heilung.
Okay, ich weiß nicht warum. Hat Gezis keine Top-Genesungen? Ist aber egal. Selbst wenn Heilung gekommen wäre, wir hatten alles perfekt geregelt, dass wir sicher sind. Wir waren komplett sicher. Er hatte schon eine gespielt. Ja, aber als ob Gezis nur eine Heilung hat, okay. Dann hätten wir anders spielen können eventuell, aber willst du das riskieren? Oder er hat die KI, dass er den letzten Trank nur bei seinem letzten Pokémon verwenden möchte. Das ist eine KI, die öfters mal vorkommt im Franchise, das kann gut sein. Das heißt, bei Phasersnob könnte er das nutzen. Okay, dann ist Yugong weg, aber wir haben Arceus besiegt. Das ist ein Trade, den ich nehme. Dafür haben wir 100% safe gespielt. Nicht, dass der zweite Trank kommt und Arceus wieder full life ist. So wäre die Heilung jetzt auf Pikli gekommen. Nach all dem, was mir Gen 5 bisher angetan hatte, kam auch noch Arceus bei Gezis. Wieder mit einer Basiswertsumme von 720. Das ist halt einfach Gamebreaking. Auch in der 5. Generation war das doch mit das gefährlichste Pokémon überhaupt. Ja, und ich habe hier leider ein Pokémon verloren. Yugong ist downgegangen, eines meiner besten Wasser-Pokémon, und ich liebe halt Ice Step im Team zu haben, vor allem in der Gen mit so vielen gefährlichen Drachen, aber es ist leider gestorben. Und ich habe mich dann dazu entschieden, erstmal Atmurai zu spielen als Ersatz, also den Gen 5 Wasserstarter, und dann konnte ich noch zweimal encountern und habe Carpador und Hundemon bekommen. Und Carpador konnte ich halt zu Gyarados machen, und das ist ein weiteres gutes Nuzlocke-Pokémon. Ja, es hat zwar eine große Mal-4-Schwäche, es ist aber physisch extrem stark und hat Bedroher. Da ich aber bereits Bedroher auf Brutalanda hatte, war das erstmal nicht so relevant. Ja, und dann wollte ich in der Siegestraße gegen einige Pflichttrainer antreten, aber diese Trainerin hier meinte es dann etwas zu ernst. Und die hatte sogar 3 Pokémon insgesamt. Okay, wir kämpfen gegen einen Palkia bei einem random Trainer in der Siegestraße. Der Trainer war Pflicht, ich hatte keine Wahl. Das ist sowas von kein Turmkick-Kill. Ich hoffe, Ralf stirbt hier nicht, er hat so gut gedient. Oh, die Hydro werde ich überleben, I guess. Okay. Crit vielleicht? Okay, das war sehr gut. Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, in Alessandra. Es kommt Raumschlag, High Crit Rate. Okay, das war unlucky. Ich hatte gehofft, dass wir in eine Wasserattacke reinwechseln. Das wäre Safe Switch gewesen. In dem Fall mache ich jetzt einen Play. Es ist das bestmögliche Play. Wir dürfen Alessandra nicht riskieren. Ich gehe in Robin, drück Wasserdüse. Wenn Robin den Kill nicht schafft, was sehr wahrscheinlich ist, haben wir wieder Mogelhieb mit Kickli. Hauptsache Alessandra mit H2O-Absorber stirbt nicht. Das ist das Wichtigste. Ja, es ist mein Play. Es ist mein Play. Es ist das beste Play. Ich kann ohne Robin spielen, ohne Aquana wird schwierig. Hast gut gedient. Es hat gut gedient. Es hat das getan, was es sollte. Mogelhieb! Okay. Ja, ärgerlich. Da ist doppelt Wasser wieder weg. Nur Tuska. Mist, wäre jetzt sehr cringe gewesen. Und wir haben Knuddeluff. Okay. Also doch Gyarados. Ja, das ist halt die Sache. Ich wusste, wenn ich mich hier opfer, spielen wir einfach Gyarados. Dann spielen wir halt doch Gyarados. Okay. Also doch Gyarados. Schwarz 2 ist einfach zum Ende hin komplett eskaliert. Esquirem bei Akromas, dann Arceus bei Gezis und jetzt noch Palkia bei einer Random-Trainerin, einfach kurz danach. Und natürlich ist dort was gestorben, weil Palkia ist halt praktisch übermächtig. Wasserdrache hatte in der 5. Generation praktisch gar keine Schwächen, außer Drache selbst. Ja, und ich habe hier Atmurai verloren und ich habe mich dann dazu entschieden, stattdessen Gyarados zu spielen, wieder als direkten Ersatz. Doppelt Wasser ist halt wirklich gut in Nuzlocke und ich wollte unbedingt daran festhalten für die Liga. Immerhin war dann aber der Rivale ziemlich einfach in der Siegestraße, weil ich dort sehr gute Matchups hatte. Witzigerweise hatte der aber auch zumindest einen Deoxys, dafür hatte ich aber Despotar. Ich bin also dann bei der Liga angekommen, ohne noch weitere Pokémon zu verlieren, aber das waren schon echt krasse Rückschläge. Und ich war dann sehr gespannt, was die Liga für mich bereithielt,
nachdem bereits die letzten paar Kämpfe dermaßen schwer waren. Aber das hier war dann mein Team. Ich habe nach wie vor Kikli gespielt als Lead, weil es halt im gesamten Run so dermaßen gut war. Das war aber halt riskant und es könnte jederzeit backfiren, wenn das Pokémon halt mal missen sollte. Ich habe aber auch weiterhin mein Tangolos verwendet, was ja bereits seit dem Start dabei war. Ja, und es war halt nach wie vor ein extrem guter physischer Tank, der auch Wasserattacken resistieren konnte. Und dann habe ich auch hier wieder meine Pseudo-Legendaries verwendet, also erstmal Botalanda als eines der besten Pokémon überhaupt mit Bedroher und halt auch Despotar. Und ja, auch hier war Despotar wieder sehr nervig mit Sandsturm, zumal ich auch kein Pokémon gespielt habe, was damit irgendwie eine gute Synergie hatte oder so. Ja, aber ich musste damit leben, das Pokémon war zu gut, um es nicht zu spielen. Ich habe aber auch, wie gesagt, dann doppelt Wasser festgehalten und deswegen halt immer noch Aquana gespielt mit H2O Absorber und dann einfach sehr guten Bulk und halt Garados mit nochmal Bedroher. Und ja, wie gesagt, die Mal-4-Schwäche ist nervig, aber das Pokémon war trotzdem ziemlich gut. Und mit diesem Team bin ich dann reingegangen in die Pokémon-Liga, die dieses Mal nicht abgebrochen werden wird. Und dort muss ich dann gegen 4 Top-4-Mitglieder und ganz normal gegen den Champ antreten. Die Top-4-Mitglieder hatten hier allerdings auch 5 Pokémon im Hürdenmodus und sie haben stellenweise Competitive Items getragen, um ihre Pokémon noch heftiger zu machen. Das ist wirklich nicht so einfach bei einer Nuzlocke und es begann mit dem Kampf gegen Anissa. Wir beginnen mit Anissa. Sekro. Ach du Scheiße, okay. Netter Start in die Liga, würde ich sagen. Dragon Claw, Fusion Bolt, Zen Headbutt, Schlitzer. Alter, der schlägt exakt in die Kerbe, ne? Der hat Zen Headbutt, um Kikli zu One-Shotten. Der hat Dragon Claw gegen Bianca. Der hat nichts Besonderes gegen Sabo, aber ist halt auch stark gegen Sabo. Okay, dann ein Erdbeben und hoffen, ne? Okay, bei Zekrom ist die Strategie klar. Erst Mogelhieb. Er trägt Leftovers. Okay, wir gehen rüber in Sabo für Erdbeben. Kreuzdonner und Co. werden trotzdem nicht schön sein. Oh, sein Headbutt Safe Switch, gut. Kreuzdonner Crit wäre jetzt wirklich unangenehm. Da ist er auch schon. Aua, der hat gesessen. Aber ist es Kill? Nicht einmal ansatzweise. Okay, das war leider ein bisschen viel Damage. Ich denke, wir müssen hier riskieren, weggekrittet zu werden. Range bin ich vermutlich nicht. Kreuzdonner. Okay, wir leben. Zekrom ist weg. Zekrom konnte uns auch nicht aufhalten, genauso wenig wie Arceus. Weiter geht's. Noch nicht mal Verluste, weiter geht's. Tangelos. Auch kein übles Pokémon. Ich muss bei Tangelos, denke ich, in Bianca gehen. Der Bedroher wird die Blattgeißel erstmal schwächen. Ich resiste sie auch und dann gehen wir in Fliegen. Damit werden wir hoffentlich Two-Shotten. Ja gut, mit dem Sandsturm safe, ne? Wie viel Damage? Okay, das war mehr als geplant. Drücken einmal kurz Roost. Wenn ich Flammenwurf mache, wäre der One-Shot? Er hat keine Spat-Stealth. Feuersturm. Der wird wehtun. Ja, reicht. Nice. Das war gut. Jetzt sind wir auf einem sehr gesunden KP-Wert. Rayquaza! Alles rigged hier. Alles rigged. Jetzt kriege ich zumindest keinen Sandsturmschaden mehr. Der hat keinen Dragon Dance, denke ich. Outrage ist aber... Er kann Omni boosten. Und er hat Erholung. Der hat so Bock, Junge. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Garados oder Alessandra. Garados wird mit Bedroher mir besser gefallen, würde ich sagen. Wenn Garados weggekrittet wird mit Wutanfall, tut es mir weniger weh als bei Aquana, I guess. Garados ist kein Switch-In. Oh Gott. Oh Gott, das macht keinen großen Unterschied. Aquana ist auch kein Switch-In.
Alter, ist das Ding stark. Okay, bei Rayquaza sollten wir, wenn Gyarados gar kein Switch-In ist, lieber an Florian gehen. Der kann physisch ein bisschen tanken, bis Rayquaza sich verwirrt und dann gehen wir in Aquana. Ja, das war gut. Ich darf hier nichts verlieren, sonst gehen wir Game Over. Flugjubi. What the fuck? Es ist so rigged. Es ist so rigged. Ja moin, alles klar, okay. Die Liga ist gekauft. Spielt die Flugjuwel, trifft Zeppeli oder was? Bei dem Betrug habe ich jetzt nur noch eine Wahl. Ich muss Gyarados opfern. Für den minus 2. Und damit Aquana Ice Beam drücken. Wenn er Aquana gleich wegkrittet mit Wutanfall, ist die Genlock tot. Minus 2. Er hätte sich, natürlich hätte er sich jetzt selbst verletzt. Das Gute ist aber, wir haben jetzt die Chance, mit Eiszahn zu killen, ohne Verluste. Rein theoretisch. Oder Erholung Maronbeere. Ich denke, dass Erholung Maronbeere hier gut ist. Okay, ist sowieso irrelevant. Ich dachte mir, es gibt eine kleine Chance, dass Gyarados überlebt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es passiert. Eiszahn. Wutanfall. Crit. Ach ja, es ist okay. Ich kann nichts dafür, Chat. Es ist einfach. Das Glück endet halt irgendwann. Ice Beam. Oder Erholung Maronbeere. Selbe Situation, ne? Erholung Maronbeere ist spielstärker. Selbstverletzung? Es kommen noch zwei Pokémon, Chat. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Ich brauche meine Pokémon möglichst healthy. So, weg mit dir, du Monster. Okay, ohne weiteren Damage, nice. Ich bereue nichts, es war das richtige Play. So, der Cheater, okay. Ja, krass, das wird eine harte Liga werden. Wir bleiben auf jeden Fall drin mit H2 Ohrabsorber und spammen hier Spukball. Für solche Matchups haben wir Aquana. Ja gut, Gyarados ist weg, ne? Ist Gyarados unbedingt notwendig? Ich schätze, vielleicht. Naja, mal schauen. Wir sind noch nicht Game Over. Wir haben schon in ekligeren Situationen gestanden. Schillerbell. Okay, das Ace trägt Walschal. Wir haben jetzt einen, der uns safe outspeeden wird. Er wird uns immer outspeeden, aber wenn er sich in was Falsches reinlockt. Er hat Gesang. Ist er jetzt in Gesang gelockt? Ja, können wir jetzt schnell gucken, ob er in Gesang gelockt ist. Erstmal Gigasauger. Ja, ist gelockt. Okay, wir haben gewonnen. Ja, die KI kann mit Choice Item natürlich nicht umgehen, ne? Kann aber auch eskalieren, wenn man Pech hat. Wenn er natürlich safe outspeedet wird. Okay, damit gewinnen wir auf jeden Fall gegen Anissa. Aber das war wirklich ein denkwürdiger Start, würde ich sagen. Immerhin haben wir gewonnen. Gen 5 wollte an dem Punkt wirklich alles tun, um mich zu vernichten. Die Chance, dass man im selben Kampf im Randomizer einfach zwei Coverligis bekämpfen muss, ist praktisch bei null. Und wenn der Gegner nicht mal 6 Pokémon hat, ist es nochmal viel unwahrscheinlicher. Zekrom war bereits ein unglaubliches Monster, mit Drache Elektro auch eines der unfairsten Pokémon überhaupt, die ich hätte bekämpfen können. Und dann kam auch noch Rayquaza mit Wutanfall. Ich meine, wenn das Ding noch ein bisschen höher gelevelt gewesen wäre, hätte es sogar Drachentanz gehabt. Das hätte ich praktisch gar nicht bekämpfen können. Das war wirklich fast komplett unspielbar an der Stelle und ich habe hier direkt Gyarados verloren. Mir ist ja ein Pokémon beim ersten Kampf in der Liga down gegangen und das im Hürdenmodus. Das war wirklich überhaupt keine gute Aussicht, aber ich musste dann da irgendwie durch. Und somit ging es dann mit nur noch 5 Pokémon zu Astor und ich habe dann gebetet, dass nach Kyurem und Arceus und Palkia und Zekrom und Rayquaza jetzt endlich mal faire Gegner kommen, bitte. Aber ob ich die bekommen habe, dazu kommen wir jetzt. Astor ist der nächste.
mit Terrakium. Es hört nicht auf. Ach, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Sword Dance, Sacred Sword, Rock Slide. Ja, moin, Digga. Geil. Wenn Ralf vorne One-Shot ist, werden wir totgesweept von... Wie viel Init? Wie viel Init hat Terrakium? 129 Attack. Alter. Und 108 Speed, Alter. Wie schnell ist Brutalander? Ist Brutalander schneller? Wie viel hat Brutalander? Brutalander ist weniger, oder? Fuck. Ich hab ein Problem. Also, folgendes Problem. Terrakium könnte Rundumschutz missplayen. Terrakium wäre mit Turmkick wahrscheinlich tot. Wenn Ralf weggekrittet wird, ist er sowieso tot. Wenn er normal getroffen wird, ist er vielleicht tot. Dann könnten wir mit Florian weiterspielen und ab jetzt mit Brutalander leaden. Florian würde dann gewinnen gegen Terrakium. Problem ist, 7 in den Chat, wenn ich in Florian wechsle und es kommt Sword Dance, hört der Spaß auf. Ich traue das Kickle nicht zu. Du bist schneller wegen keine EVs, ich bin niemals schneller. Wir waren wohl nicht in Kill Range. Okay, kann man nicht mehr ändern. Aber in dem Fall steht jetzt Florian, weil er keinen Schwertanz gemacht hat, relativ gut da. Blattgeißel, ich denke, wir brauchen den Damage. Bitte misst die Blattgeißel nicht. Sanktoklinge, okay, macht keinen Schwertanz. Wow. Ich schätze, ich habe Tangolos unterschätzt. Das war das richtige Play an der Stelle, würde ich sagen. Geowatz ist lecker. Nimmt sich aber die Stealth Rocks, okay. Hätte er Schwertanz gemacht und gekrittet, wäre Florian trotzdem gestorben, ne? Also so easy war es trotzdem nicht. Oder so unriskant. River Dance. Ja, geben wir ihm keine Chance, mit Quiver Dance zu eskalieren. Ah, die Stealth Rocks gefallen Bianca gar nicht. Käfer gebrummt. Sollten wir roosten? Wir sollten roosten. Das Ace trägt eine Flinkklaue. Ich schätze, ich komme mit Flinkklaue Papinella sehr gut klar. Falterreigen auch ein sehr fairer Move auf jeden Fall. Danke, Game Freak, fliegen. Na, wird er zu greedy. Jetzt ein Fliegenmiss wäre schon cringe. Gebe ich zu. Falterreigen. Okay, gut. Wenn mich Papinella totgesweept hätte, hätte ich es aber auch zu Tode gefeiert. Meistergriff, okay. Random Gesteinscoverage, aufpassen. Superpower, Stone Edge, Hammerarm. Alter Junge, was ist das Moveset? Fokus Punch. Florian mit seinem physischen Bulk hat uns schon oft geholfen. Ich denke, es ist jetzt nochmal seine Zeit. Gut, dass er nicht angechippt ist. Es kommt Grimasse Missplay. Okay. Ich gehe für Gigasauge. Focus Punch Missplay, gut. Jetzt Return. Jetzt macht er doch Hammerarm, okay. Boah, das war kein Crit. Dieses Ding, Junge. Meistergriff ist auch strong. Wirklich strong. Okay. Heatran. Nur Monster. Einfach nur Monster. Okay. Wir gehen rüber in Alessandra. Aber wir sind fein. Alles gut. Selbst Papinella hatte Falterreigen. Oh. Der Burn ist jetzt nicht so geil. Erstmal eine Runde Erholung. Wäre Meistergriff in der Lok für dich erlaubt oder OP? Meistergriff wäre erlaubt wegen der schlechten Init und weil ich Guts nicht ausnutzen darf. Mit bereits Burnt in Kämpfe gehen. Mit der schlechten Init wahrscheinlich für den Nuzlocke gar nicht so broken. Surfer? Okay, killt fast. Okay. Ich schätze, Astor's tot. Das war erst die Hälfte von der Top 4. Das fühlt sich an, als ob ich schon ganz Playthrough heute gemacht hätte.
Schwertanz Terrakium mit Steinhagel und Sanktoklinge. Ja, nee, ist klar, oder? Ist auf jeden Fall ein fairer Gegner gewesen nach den ganzen Gegnern, die ich schon zuvor hatte. Ich hab's irgendwie geschafft, auch das zu umspielen, ohne weitere Pokémon zu verlieren, aber das war eigentlich ein weiteres Wunder. Terrakium gehört auch zu den besten Pokémon aus ganz Gen 5 und Schwertanz ist halt absolut broken. Und das Ding war nicht mal langsam oder irgendwie schwach oder so ohne Boosts, also das war eigentlich Gamebreaking. Es hatte aber zum Glück auch Rapidschutz und ich habe es irgendwie besiegen können. Tja, und dann ging's weiter mit Cattleya und die hatte jetzt doch sicherlich endlich mal ein geschenktes Team, oder? Ja, tatsächlich hatte sie eins. Ich habe hier wirklich mal Glück gehabt und nach dem ganzen Betrug der letzten paar Bosskämpfe ein richtiges Loser-Team ins Gesicht bekommen. Pokémon wie Ledian mal wieder, die sich einfach gar nicht wehren konnten. Damit war die Top 4 aber dann immer noch nicht besiegt und ich musste dann auch noch gegen Eugen antreten, das letzte Top 4-Mitglied. Und der hatte dann wieder 5 Pokémon, die wieder Potenzial hatten für Betrug. Und was dann passiert ist, seht ihr hier. Eugen ist der letzte der Top 4. Mit schon wieder Terrakium. Alter, Junge, die Liga ist so brutal, es ist insane. Ja, die Sache ist halt, wenn der Schwertanz einsetzt und ich gehe auf Tangolos, habe ich ein Problem. Eben schien es so, als ob wir nicht in Killrange wären. Deswegen hat er Rapidschutz eingesetzt. Wenn ich halt wechsle und er macht Schwertanz, dann kann er die Chance nutzen, um mich sweepen. Ich sehe eine hohe Missplay-Wahrscheinlichkeit. Turmkick. Der macht Sanktoklinge. Ja, Moment, Digga. Es ist einfach nur Betrug von vorne bis hinten. Ja, kritte mich tot. Okay, ich lebe noch. Ist er weg? Gut. Es ist so ein Scam, diese Liga. Was ist das? Morbites. Okay. Die Liga will mich so hart wieder in Gelb sehen. Es könnte sein, dass wir jetzt for free einen Hit bekommen auf dem Pokémon, was er einwechselt. In dem Fall ist Steinhagel die krassere offensive Macht, würde ich sagen. Deswegen mache ich Steinhagel. Er bleibt leider drin, schade. Heilblockade, verdammt, die Top-Genesungen werden dieses Mal nicht eingesetzt. Imagine, man spielt eine Nuzlocke mit Items und kriegt dann Heilblockade in die Fresse und stirbt einfach. Wäre schon lustig. Oh, Pinsir mit Schwertanz und Kampf-Coverage. Auch ein unangenehmer Gegner. Oh mein Gott, der hat Guillotine, Superpower, Sword Dance, Thrash. Das ist eine Katastrophe. Ich muss wechseln und wenn ich wechsle, sterbe ich zu 30%, wenn er Guillotine einsetzt. Ich habe keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Es ist Scam. Ich kann nichts machen. Komm, mach. Es wäre lustig. Wir würden alle lachen. Es kommt Kraftkoloss, okay. Er setzt safe die Kampfattacke ein. Nein, Schwachsinn, Fehlinfo. Dadurch, dass die K.O.-Attacke auch Killrange hat, ist es Zufall, was er einsetzt. Ich bin mir sehr sicher. So, Fliegenmiss wäre jetzt sehr cringe. Komm. Er hat mit Fuchtler angefangen. Wieso macht er keine Guillotine? Beides gleich wahrscheinlich halt. Okay, Glück gehabt. Der Heißorb hätte mir auch nicht geholfen bei Guillotine. Hippoterus. Der könnte random Gesteins-Coverage haben. Florian ist eigentlich das ideale Out, oder? Wie viel Damage? Fast. Er killt sich, ne? Geht die Erholung jetzt noch durch? Ah ja. In dem Spiel schon. Und Cleopatra als letzten Gegner. Ich bleib dabei, hätten die Terrakiums einfach eiskalt Sword Dance eingesetzt, das wäre sehr schlecht gewesen. Wobei Kikli hatte gekillt, ne? Kikli hatte gekillt. Aber vielleicht war das auch nur Range Kill, ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Es kam einfach noch ein zweites Terrakium mit demselben unfairen Moveset, was dann plötzlich komplett anders gespielt hat. Wie hoch war bitte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das zweimal auftritt bei einer Pokémon-Liga, wo ich bereits Zekrom und Rayquaza besiegen musste? Ich habe aber auch das zweite Terrakium stoppen können, ohne weitere Verluste, um zumindest mit 5 Pokémon vorm Champfight zu stehen. Aber da war ganz ehrlich sehr viel Glück im Spiel. Vor Lilia im Hürdenmodus hatte ich aber natürlich trotzdem Respekt. Denn in der Unterzahl anzutreten ist halt nie ein gutes Zeichen. Und ich hatte schon so ein bisschen im Gefühl, dass die halt wieder Legis auspacken wird, da mich ja die Liga in Schwarz 2 bisher eigentlich nur komplett verarscht hatte.
Ich wusste aber auch, selbst wenn ich Lilia schaffen sollte, gibt es auch hier wieder ein umfangreiches Postgame, was mich theoretisch noch stoppen könnte. Der Kampf begann zunächst mal ziemlich angenehm mit einem Griffeldes, was ich erstmal flinchen lassen konnte, und dann hat es sich verrannt in Itemsperre, während ich es getushottet habe, über Turmkick. Und ihr zweites Pokémon war dann sogar nur ein Kronjuwild mit einer fetten Kampfschwäche, was ich mit Turmkick one-hitten konnte. Und plötzlich war dann ich wieder in der Überzahl. Ihr drittes Pokémon allerdings war dann natürlich Giratina. Sie hat hier einfach schon wieder ein Coverlege gegen mich gezogen und wollte mich damit killen. Ich habe aber gute Nachrichten und kann hier eine Warnung geben. Ich konnte nämlich Themenkraft predikten, in Brutalander gehen und dann einfach Fliegen dagegen spammen. Und wenn man halt Fliegen gegen Schemenkraft spammt, wird man praktisch nie getroffen und Giratina ist verloren. Und das Ding ist zwar ziemlich bulky gewesen, also der Kill hat eine ganze Weile gedauert und sie hatte auch Tränke, aber Giratina konnte nichts tun. Und mega gute Drachen-Coverage oder so hatte das Giratina halt auch nicht. Ich konnte also dann mit Brutalander hier den gesamten Kill gegen Giratina auch noch machen in der Liga und das sogar ohne Schaden zu nehmen. Und ich schätze, nachdem ich das geschafft hatte, hat Lilia hier aufgegeben. Sie hatte auch noch ein Voltula, was ich über Feuersturm niederbrennen konnte, und dann kam auch noch Golgantis. Und dort bin ich dann in Tangolos gewechselt und das komplett zu wallen. Golgantis hat allerdings Fluch eingesetzt und ich wollte Tangolos hier so ein bisschen schonen, wenn es geht. Und dann bin ich einfach zurückgekehrt in Brutalander mit der Bodenimmunität, hab Bedroher gedrückt und damit Fliegen gekillt. Und das letzte Pokémon in der gesamten Liga war dann nur noch Grillcheater, was gegen Brutalander einfach gar nichts hatte. Ich habe also Lilia ebenfalls schaffen können, obwohl die sogar ein weiteres Coverlege gespammt hat, ohne weitere Pokémon zu verlieren. Und damit hatte ich es einfach geschafft, im ersten Versuch der Genlock eine der unfairsten Ligen durchzuspielen, die ich jemals im Randomizer hatte, vor allem halt im Hürdenmodus. Ich hatte in der ganzen Liga nur ein Pokémon verloren in Gyarados und damit stand ich nun kurz davor, die sechste Generation zu erreichen, wie gesagt immer noch im ersten Versuch der Genlock. Es gab aber halt wie gesagt auch noch das umfangreiche Postgame mit noch vielen weiteren Bossgegnern, die ich vorher auch noch schaffen musste. Und ich habe dann zunächst mal drei weitere Pokémon gefangen, um vielleicht einen Ersatz zu bekommen für Gyarados, und dort habe ich dann Snebedeck, Slimer und Kangama gekriegt. Ja, nicht unbedingt die heftigste Auswahl mal wieder. Kangama war allerdings ein relativ solider Normaltank mit guter Coverage, den ich dann erstmal ins Team genommen habe. Und dann bin ich auch schon gegen den ersten Postgame-Boss angetreten, und das war Lauro. Der Champ von Pokémon Schwarz 1, der hier nochmal auftritt, um den nach der Liga herausfordern zu können. Lauro mit einem vollen Pokémon-Team und einem Somnivora. Das ist kein guter Start für Ralf, wenn man ehrlich ist. Aber gut, wir machen erstmal Mogelieb. Der ist immer free. Einfach ein Despotar für Gegenstoß. Sollte One-Shot sein. Gegenstoß. Ich hau Speede leider, okay. Lauro hat leider keinen guten Start. Was hat er noch? Irokex. Ja, das ist ein gutes Out gegen mich. Ein paar Level höher hätte der Head Smash gehabt. Das ist schon gruselig. Wir gehen in Bianca. Okay, er macht Power Punch. Natürlich auch nicht übel, aber mit Bedroher sollte das okay sein. Ja. Crit hätte ordentlich wehgetan. Wir machen einmal Fliegen. Er ist tot. Ja, sehr schön. Trotz Minus Attack Wesen. Der nächste ist Octillery. Okay, mit der Omega Coverage. Mal wieder. Ich denke, wir gehen hier in Frederick. Kangama rein. Bitte kein Ice Beam Freeze, das wäre uncool. Boah, der macht gut Damage, ne? Okay. Das ist kein schöner Gegner, theoretisch, wenn der Lust hat. Return. Und er crittet sofort Frederick tot. Ach komm, Digga. Und Gefühlswippe. Verteidigung steigt stark. Fluchtwert sinkt. Ich brauche so schnell wie möglich Schaden, deswegen gehe ich in Ralf. Leider hat Tangolos gar keinen Bock auf Ice Beam. Wenn ich Mogelhieb mache
Und er drückt mir hier erstmal eine Top-Genesung rein ins Gesicht. Nee, wir gehen für Turmkick. Exakt. Chat, ihr denkt auch, dass der kein Getränk gespielt, oder? So. Gefühlswippe, bitte kein Fluchtwert. Angriff steigt. Okay, alles gut. Ja, jetzt einfach Kill. Oh mein Gott, Octillery ist gar nicht cool. Gefühlswippe ist dermaßen gruselig. Du kannst halt gar nichts machen, ne? Wenn er entscheidet, ja, dein Run ist tot, ist dein Run tot. Kecleon. Kecleon war geschenkt. Hat halt Psybeam, deswegen hat er das eingewechselt. Ampharos. Eigentlich hat Ralf nicht wirklich was zu befürchten, ne? Außer der übelste Crit kommt. Aber Turmkick wird Ampharos sehr wehtun. Lightscreen, mhm. Jetzt das Problem, ich habe ein bisschen zu wenig Schaden gemacht und langsam wird der Sandsturm zum Problem. Aber ich glaube, wir bleiben. Okay. Ich hatte Angst, dass er knapp überlebt. War vielleicht auch nur ein Range-Kill. Karipass, okay. Hausbruch schon wieder. Puh, das Spiel will mich gerade tot sehen. Hausbruch ist gar nicht gut, dann müssen wir vielleicht was opfern. Wir gehen definitiv rüber in Florian. Es kommt höchstwahrscheinlich Shell Smash. Nassschweif? Wahrscheinlich waren wir in Killrange für Nassschweif einfach. Okay, kann man verstehen. Machen wir Giga Drain? Der hat eh Robustheit, ne? Einfach Giga Drain. Der Sandsturm war eigentlich auf deiner Seite, Karipass, aber gut. Wenn du ihn nicht möchtest, kein Problem. Und nochmal Giga Drain. Perfekt, okay. Dann haben wir den geschafft. Aber wir haben Kangama verloren. Jetzt brauche ich wieder ein anderes Backup. Vielleicht doch Lepomentas, aber die Werte sind von dem Sinn so schlecht. Gefühlswippe ist eine der schlimmsten Sachen überhaupt. Wahrscheinlich die dümmste Fähigkeit, die Game Freak jemals designt hat. Und wenn der Gegner da die falschen Buffs bekommen sollte, kann er manchmal unbesiegbar werden und die gesamte Genlock könnte scheitern. Und in dem Fall hat hier leider das Octillery einfach mein Kangama weggekrittet über Hydropumpe, womit wir zu einem weiteren Tod kommen. Aber zumindest ist kein noch besseres Teammitglied gestorben. Um aber dann wirklich mal wieder mein Team gut zu machen und die Tode so ein bisschen aufzufangen, habe ich dann weiter encountert und dann nochmal diese 5 Pokémon hier bekommen, die dann auch wirklich gut waren. Auch hier war wieder Blödsinn dabei, den ich nicht spielen wollte, aber ganz wichtig waren hier Hydropie und Panferno, weil die waren einfach unglaublich praktisch. Zumpex gehörte auch hier mal wieder zu den besten Wasser-Pokémon überhaupt, mit halt nur einer Schwäche gegen Pflanze, die nur selten im Randomizer auftritt. Und es hat verdammt guten Bulk. Ja, und Panferno war auch hier mal wieder einer der besten möglichen Leads, die ich überhaupt hätte haben können, und ich habe das dann sogar anstelle von Kikli gespielt, weil ich es nochmal besser fand. Und dadurch, dass dann Apakromas im Postgame die Levelkurve einfach komplett eskaliert ist, konnte ich dann sogar auch Trikephalos spielen und dann hatte ich 3 Pseudo-Legendaries im Team. Und damit habe ich Akromas dann komplett zerstört, obwohl der sogar ein Ho-Oh gespielt hat, aber das konnte halt nichts tun gegen Despotar. Und dann bin ich ja auch mal wieder ins Game Freak-Gebäude gegangen in Stratos City, um dort noch 2 weitere Bosse zu besiegen, die waren aber auch nicht so schwierig. Ich muss aber leider sagen, dass der erste Instaraptor hatte, das leider mein Aquana weggekrittet hat, über einen sehr mächtigen Sturzflug. Da kann man halt manchmal nichts machen. Das Ding war halt einfach mega stark. Insgesamt waren die letzten 3 Bosse aber jetzt nicht so schlimm und die haben zumindest nicht den Run bedroht. Ich musste aber dann auch noch gegen Cynthia antreten, mal wieder in Ondula, und das war dann der letzte Bossgegner aus der 5. Generation. Ich wusste also, wenn ich gegen die jetzt gewinnen sollte, dann erreiche ich im ersten Versuch der Genlock einfach sofort den 3DS und Pokémon X. Ein finales 6 gegen 6 um die 6. Generation mit Cynthia. Und sie startet mit Ambidiffel. Sie hat schon aufgegeben. Wir machen Nahkampf. Ja, Ränkeschmied-Missplay war sehr wahrscheinlich. Okay, wir starten mit einem 1-0. Sehr angenehm. Das Opfern wäre auch vorstellbar beim letzten Fight natürlich wieder. Karipass. Sag mal, wie viel Karipass denn noch? Alter! Gut, auch das hat wieder keinen Shell Smash. Es kommt wahrscheinlich Hydro. Ich
muss in Florian gehen, das ist das logische Play. Wenn natürlich Hydro-Crits kommen, dann wird es für Florian unangenehm, vor allem im Regen. Aber es ist und bleibt das beste Play. Okay, wir gehen für Giga Drain. Es hat keine Robusta dieses Mal, okay, dann ist es ein Easy Kill. Metagross. Der hat Meteor Mash, was sehr, sehr mächtig ist und Attack Boosts geben kann. Er hat Hammer Arm und auch Iron Defense. Ich sollte schnell in Tony gehen, bevor er durch Erdbeben keinen Schaden mehr nimmt. Ich mache es lieber mit Fire Blast. Ja, ja. Bitte triff. Okay, wichtiger Hit. Aber das Metagross wahrscheinlich tot. Ja. Okay, Glück gehabt. 3 Kills und noch kein Damage, okay. Irokex kommt als nächstes. Ich denke nicht, dass Irokex was gegen mich tun kann. Nahkampf. Es lebt noch. Wir machen Akrobatik. Auf die Top-Genesung und dann nochmal Nahkampf zur Not. Aufpassen, wir sind auf minus 1. Aber Cynthia ist stehen tot. Cynthia ist nicht stehen tot. Ich nehme alles wieder zurück. Flash Cannon, Roar of Time, Iron Tail, Aurasphäre. Ja gut, wir müssen auf Nahkampf gehen. Alles andere wäre dämlich. Wenn hier Tony stirbt, ist es sehr, sehr gut investiert, Tony. Besser könnte er gar nicht investiert sein. Ist Dialga tot? Natürlich nicht. Ja, tschüss Tony, hast gut gedient. Zeitenlärm, ja, in die Masse rein, natürlich. Cynthia tötet immer was. Es ist jedes Mal das Gleiche. Es ist jedes Mal das Gleiche. Und raus. Ja, schade, dass ich Dialga nicht mehr bewegen kann. Okay, alles gut. Letztes Pokémon, letzte Chance, Meistergriff. Ja, jetzt holst du zum Ende hin noch die großen Geschütze raus, aber das hilft dir auch nicht mehr. Der kriegt erstmal ein Erdbeben in die Fresse. Für ein bisschen Chip-Damage, Hammerarm. Boah, tut das weh, ne? Der Hit hier auf Meistergriff ist free, es macht keinen Sinn zu wechseln. Wir versuchen Kaskade-Flinch. Ja, guck mal. Ihr missbett sogar den Focus Punch. Damit haben wir Cynthia geschafft. Und wir sind in Gen 6. Ein weiteres Mal hatte Cynthia wirklich alle Register gezogen. Ich find's heftig, wie die einfach immer ein solides Team hat. Ja, und dieses Mal hatte sie Zeitenlärm, Dialga und auch viele weitere nette Pokémon. Und damit ist leider auch noch mein Panferno gestorben, als 42. Tod in der Gen-Log. Aber zumindest war Gen 5 dann geschafft. Ich habe es also tatsächlich schaffen können, im ersten Versuch der Genlog auch noch Gen 5 durchzuspielen, trotz dem katastrophalsten Einstieg, den man irgendwie hätte haben können. Schwarz 1 hat mich wirklich unfassbar gequält, aber Schwarz 2 mit dem Hürdenmodus war auch nicht einfach. Und gerade dieser Legi-Spam am Ende von Schwarz 2 hätte mich jederzeit beenden können. Aber es kam nicht dazu. Und damit ging es dann weiter, in der 6. Generation auf dem 3DS, mit Pokémon X, immer noch im ersten Versuch der Genlog, mit bisher insgesamt 42 Toten, von denen 20 insgesamt nur in Gen 5 stattgefunden haben. Ich würde aber sagen, die heutige Folge ist damit beendet. Das Video ist mal wieder extrem lang geworden durch die ganzen Livestream-Szenen und halt die ganzen spannenden Momente in Gen 5, aber ich fasse es bis heute nicht, dass ich das alles überleben konnte. Ja, die nächste Folge kommt dann wieder, in einigen Tagen bzw. ungefähr einer Woche und ihr könnt euch auf weitere coole Fortsetzungen freuen. Auch die 6. Generation war natürlich nicht einfach und ab dem nächsten Part wird es anfangen, dass die Gegner halt alle Mega-Pokémon spammen können und alle Sonderformen aus dem gesamten Pokédex. Also ja, dann ist wirklich alles möglich und auch Pokémon wie Mega-Rayquaza waren an dem Punkt nicht mehr weit entfernt. Wie es aber beim nächsten Part weitergehen wird, werdet ihr bald sehen. Ihr könnt sehr gerne diesen Kanal hier abonnieren, wenn ihr das Projekt hier nicht verpassen wollt. Oder ihr könnt mir auf Twitch folgen, wo ich diese ganzen Projekte hier regelmäßig live streame. Und dort werde ich bald auch mal wieder eine Genlog probieren, im Frühjahr nächsten Jahres. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Checkt aber auch gerne Holy aus,
Und da würde ich sagen, Freunde, bis bald. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.